Erreichen wir heute die Schwelle des Wahnsinns bei diesem Dark Souls Seed? Findet's heraus. Ja, und da sind wir wieder beim Dark Souls Random. Ich werd wahnsinnig! Es hat nicht lange gedauert, okay. Nee, aber diese Stelle ist, sie wird uns noch einige Nerven kosten. Wir wissen nicht mehr, was auf uns wartet. Ja. Bin sehr gespannt. Ihr werdet wahrscheinlich diesen Lauf noch häufiger sehen. Es sei denn, nee, nicht, der Sia genau. Kriegt jetzt. Ich habe jetzt gebacken. Eine Idee, und zwar, wir fangen einfach von Firelink-Schrein an. Dann müssen wir nicht mehr mit diesen beiden Dudes dealen. Ja, das ist eine gute Idee. Die fressen Agro, ja dann doch auch. Genau, wir gehen jetzt Zeit, runter. Weil du musst ja immer so drum rumlaufen noch. Ja. Mhm. Okay. Also du fährst runter und speicherst da unten. Genau, genau. Dann haben wir die Agro von den beiden schon mal nicht. Wir müssen nur in diesen engen Gang halt, müssen wir jetzt tatsächlich kämpfen. Das ist das Problem. Aber das kriegen wir schon. Kein Problem. Wir müssen mal gucken, wie der bei der Feuerhüterseele agiert. Und wenn wir den einmal töten, dürfte er eigentlich auch nicht wieder spawnen, fällt mir auf. Ja. Da ist ja normale. Dieser Petre, den mag ich. Darf ich ihn töten? Ja. Geil. Sweet! By the Lords. Der bringt eh nichts, von daher ist es okay. War ein roter Brocken. Hm. Ah, okay. Hätte schlimmer sein können. Ja. So, wir nehmen jetzt. Und dann haben wir auch gleich 10 Estus. Mhm. Brauchen wir vorerst das andere Feuer nicht zu kindeln. Gut. Sias Masterplan. Geht er auf? Kann nichts schiefgehen eigentlich. In meinem Kopf hat das alles wunderbar funktioniert. Da sind wir jetzt schon bei Gwyn. Und wir haben immer noch kein Schild. Das ist echt ein bisschen der Running Gag hier in dem Run. Nee, es wird kein Schild mehr kommen. Der No-Schild-Run. Geil. Damit Gwyn echt spannend. Also, beziehungsweise sind wir auch schon gut vom Level dann. Nee, das ist ja gar nicht Gwyn. Nevermind. Also, es könnte Gwyn sein. Hm. Und schon ist jetzt keiner mehr hier. Gut, eine gute Wahl, auf jeden Fall. So, Da kommt die Spinne oder was das sein soll? Mücke. Spinnen, Fliegen, Drache. Zerken, irgendwas. Drachen, Fliegen. Und. Ah, sehr gut. Wo ist der Dude? Wo ist der Dude? Das sieht ja sehr vielversprechend aus. Ah, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommt's. Da kann man aber vielleicht. Ja, da kann man vielleicht. Ich hab's gesehen. ich kann auch Feuer spucken. Bringt aber nichts. Mann, jetzt hau mal ab, du Leiche! Hey! Weil das ja auch kein Geräusch beim Feuerspucken macht. Ja. Dumme Sau. Oh, da Hund. Was ist das? Versteckt er sich in Leichen, was ist das denn? Okay. Ach, da, ja, den sehe ich jetzt erst, den Hund. Hat sich ja echt gut getarnt. Das sieht genauso aus wie der Hund. Aber es ist machbar, ist machbar. Ja. Das kriegen wir hin. Da ist echt ein Zeitfenster, vielleicht kann man einfach. Soll ich da durchlaufen? Versuch es wert. Ich versuche es mal. Ich glaube auch, dass das zumindest bis zu einem gewissen Punkt geht. Ich meine, wir haben ja eh nicht so viele Seelen, die wir verbraten können. Von daher kann man das mal ruhig probieren. Ja. Und wer weiß, vielleicht haben wir einen richtig easy Boss. Nochmal so einen Ornstein, der nichts kann. Wäre ganz nett. Ja, es sind ja zwei. Wir haben zwei Boss-Thorns. Auf einmal. Ach stimmt, die werden dann noch beide gerät. Oh Mann, das kann ja richtig schlimm werden. Also, der Weg ist schon mal sehr schlimm. Ja. Aber vielleicht haben wir aber auch Glück. Mal gucken. Jetzt werde ich versuchen, einmal durchzulaufen. Ach, den nicht. Den hier gekillt habe. Ja, weg. Zack. Und go. Lauf. La 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 la. Wenn der weg ist. Okay, wenn du jetzt noch durchkommst, irgendwie dann. Nein! Er hat dich blockiert! Ich probier's nochmal. Das war unglücklich von mir gerade.
Dass der dich ja noch getroffen hat. Ja. Und dann kam es einfach nicht mehr weg, weil die allzu dick sind. Ich war doch so schnell. Oh ja, haben auch noch diesen Ring mit Rollen. Auch gar nicht ausgerüstet, fällt mir auf. Wollten wir noch mal gucken, was er noch mal macht. Ich weiß nicht mehr, was das vorhin war. Ich weiß es auch nicht genau, was der bringt, aber der macht halt... Ah, doch. Da ist er. Ah, da ist ja doch der Flickrack. Das ist ja geil. Das sehe ich wirklich zum ersten Mal. Das ist mit der Unterhose auch noch zehnmal geiler. Auf jeden Fall. Aber ich weiß, warum es... Ich hatte den Ring nämlich neulich auch und es ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, sobald du eine schwerere Rolle hast... Achso, dann ist das richtig. Dann ist es wahrscheinlich... Richtig. Oder? Obwohl, hat es noch nicht geupdatet? Oder bist du noch zu leicht? Vielleicht bin ich noch zu leicht. Naja. Ah. Das ist jetzt... Noch nicht die Fat Roll, ne? Das ist die mit Fat. Aber auch schon, ja. Ja, ja, die ist eigentlich zu langsam, ja, für alles. Aber wir können einen Helm ausrüsten. Ist doch geil. Oh. Krone des großen Fürsten. Yeah! Endlich. Okay. Ich habe nicht auf die Werte geguckt, weil die sind scheißegal. Es geht ja nur um Fashion. Und der Fashion-Wert kann schon nicht mehr gesteigert werden. Nee, da kann ich essen. Yeah! Das ist ein bisschen des Kaisers neue Kleider. Alter, also diese geile Krone, so eine will ich auch haben. Da kommst du halt durch keine Tür mehr. Öffentliche Verkehrsmittel auch mehr oder weniger. Hey, komm, wenn diese großen Viecher durch die Türen kommen, kommen wir auch durch die Türen. Alright, noch ein Versuch. Another one. Eigentlich wollte ich ja das Pad abgeben, aber ich glaube, die Jungs wollten nicht. Nein, die, ich wollte nicht. Diese Stelle, die schlimmste Stelle bisher, wollte die mir geben. Macht doch richtig Spaß hier. Guck mal, du warst... Ja, renn doch. Ah! Oh, tatsächlich noch hinbekommen. Aber warst du drin? Ein Stuhl war im Weg. Fuck! Alter, danke für den Flickflack. Fliege die Flack. Let's go. Ist doch ganz easy. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Jungs. Ruhigt euch doch mal. Oh, der klettert rauf. Oh, und gar nicht so langsam. Ja, geh mal schnell rein. Und jetzt. Was haben wir hier? Halbe Stunde hin. Erstmal eine geile Katze. Und Taurus Demon? Taurus Demon? Ja, der geht doch. Aber wer ist der zweite? Was ist das? Könnte ein echter Gargoyle dann sein. Einer von denen hier rumstehen vielleicht? Ist da hinten schon was? Nee, okay. Zauberbefluss. Hey, warte mal. Es könnte wirklich ein Vanilla-Gargoyle sein. Mhm. Weil sonst wäre die Katze ihn verbuggt. Ja. Ein Lichtschein am Horizont. Das ist echt machbar. Taurus drin und ihr hier. Boah, jedes Mal wieder bin ich begeistert von dem Character Design. Das ist einfach so gut. Da ist jeder einzelne Wurm ist irgendwie verdammt geil gemacht. Das ist echt krass. Ich verachte den Simon der Vergangenheit, der für Dark Souls kein Herz hat. Das ist wirklich. Wer ist dieser Mann? Alter, der kann ja nix. Er soll herkommen. Ich will seinen Schwanz, weil es gibt noch extra Item. Das ist nicht mal der Feuergargoyle, oder? Das ist der ist aber schwerer als der Feuergargoyle eigentlich, weil der Feuergargoyle hält viel weniger aus. Ja. Und wäre jetzt schon gestaggert. Ey, der Unschest, der ist der mit dem Pfahl in der Hand. Ist schlimmer. Und den Schwanz. Es kommt noch ein Gargoyle. Warum war dann der Taurus Demon vorhin da? Trollolol. Ja, vielleicht hat das nicht geklappt. Ist this even randomized? Kommst du das ja normale? Ja, du siehst das ganz normal, ja. Ich glaube, wie hieß der Tauron oder wie es ging, lief nicht auf dem Dach. Aber interessant, dass die den dann ausgetauscht haben einfach wieder. Hey! Jetzt aber! Oh, der andere hat genervt. Zum Glück machen die aber nicht so viel Schaden, das passt. Aua. Komm jetzt den einen nur noch einmal komm her. Auf die Glocken geben. Ups. Und Energie. Das war mein Fehler. Jetzt! Da war es nur noch einer. Alter. Stich! Ui. Boah, ist das Hardcore Recovery danach. Aber der hat so gut nichts. Und. Ja. Alright! Ist ja easy. Ah, bin ich froh, ich bin so erleichtert, dass der Gegner hier easy war. Oh mein Gott. Dass die Stelle jetzt rum ist. So, ich gehe jetzt hier hoch und gleich kann ein anderer weiterspielen. Denn jetzt gibt's gleich Sense Fortress. Wuhu! Yeah. Freut euch schon mal drauf.
kann auch sehr, sehr eklig werden, je nachdem, welcher Gegner da rumsteht. An den meisten rennst du auch vorbei, aber... Mhm. Aber viele fallen wahrscheinlich auch runter, weil... Aber es ist so eng. Ach schon, das sind immer diese... Die Blitzechsen, wenn die keinen Range Attack haben. Ja. Mal gucken. Da ist sie endlich. Verdient. Diese schöne Glocke. Nie war ein Geräusch so schön. Okay, skip. Hier unten ist noch ein Dude. Ich glaube, der Tor aufgegangen, oder? Genau. Tor aufgegangen? Ja. Bei Sense Fortress. Das ist doch da auch, wie dieser Zwiebelritter davor steht, ne? Mhm. Mhm. Mit dem wir nicht gesprochen haben, also steht er wahrscheinlich jetzt nicht mehr da. Ich meine, wir könnten ihn besuchen, aber. Hey, er hat Artorias Helm. Greetings. Und Mickey Maus Handschuh. Erstmal will ich die Geste lernen, die ist wichtig. So, was hast du Schönes? Crab, kleine Scherben. Oh, brauchen wir nicht. Ein Schild! Aber ein viel zu beschissenes Schild, ja. Leider. Das werden wir wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Das ist zu schwer und zu groß. Ja. Oh, das ist aber gut. Das ist eine gute Idee. Mehr Gegenstände. War sonst alles leider... Die Scherbe kannst du schon noch kaufen, oder? Brauchst du die nicht? Nur? Ich glaube nicht. Ich habe noch keine Waffe dafür. Nee, dann nicht. Das ist ja Quatsch. Ich den Ring schon mal anlegen. Nehmen wir den raus. Ich glaube, der Flickflack war ganz cool. Ich glaube, der hat mir ein paar Mal den Arsch gerettet. Allein für den Style. Ich bin mir zwar nicht sicher, ja. Ich finde auch, der sieht nice aus. Das wäre auch so ein Typ, der würde dich... Oh nein! Warte, jetzt geht das wieder los. Oh nein! Die haben dich alle noch nicht vergessen. Ich muss ja auch noch zurück! Aber du kannst ja sterben. Oh, aber 13.000 ist. Haben wir einen Homeward Bone? Wir haben Homeward Bone. Ja, komm, mach das. Ah nee, wir haben zwei sogar, okay. Mach es! Dann mache ich das. Ich schäme mich nicht dafür. Wieso auch? Die geben dir das Item. Oh, jetzt sind wir hier, okay. Ja, nicht so gut. Oh, jetzt. Geh nochmal zum Feuer zurück. Ja, das ist Feuer leer, aus. Ne? Warum ist das leer? Ach, doch, tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, ob das so ist, wenn man nämlich beide Glocken läutet, ob sie dann umgebracht wird. Weil wir ja zuerst die unten geläutet haben und nicht die oben. Aber ich dachte, die wird nur umgebracht, wenn wir den Typen befreien. Der wird, wenn du die Gargoyle-Glocke läutest, ist der automatisch frei und sitzt dann hier. Ah, nein. Aber da wir es andersrum gemacht haben, das ist jetzt unlucky. Da ist das schwarze Augapfel. Den können wir im Dings benutzen. Im Analondo. Aber ist es jetzt so tragisch? Ja, es geht, ne? Wir haben eh keine Feuerhüterseele. Erstmal. Kann man sich eh nicht drauf verlassen. Ja. Aber willst du es nicht wieder entzünden? Geht gar nicht. Ach so, tun. Okay, ja klar, geht nicht wegen der Feuerhütte drin. Mhm. Gehen der, aber die anderen gehen schon. Es geht nur die da. Die anderen gehen, ja. Nur hier nicht. Ja, verrückt, wenn jetzt keine Leuchtform mehr angeht. Ich kann mich nicht erinnern, diese Situation gehabt zu haben. Ja, so. Ich weiß es gerade nicht, vielleicht gegen Ende und hab's nicht mehr gemerkt oder so, aber ich könnte mir auch. Hat ihn nicht sogar gekillt? Genau, dass der Chat gesagt hat, killt ihn oder so. Das macht man eigentlich normalerweise so, wenn er da rumsitzt in Firelink schon killt bei ihm, weil er gibt auch den besten Ring eigentlich. Okay. Ja, dann haben wir den gekillt. Das wäre halt 1:1 ein Spieler, der einen invaded beim normalen Dark Souls. Der würde genau so aussehen. Auch noch mit dem Flickflack. Ja, Flickflack, Unterhose, Schwarzritterschwert. So, Männers, wer möchte denn jetzt? Ja, ich mach's mal, aber ich. Yes! Ich meine im Ernst, das ist wirklich jetzt nicht fair nach all den geilen Sessions, die wir jetzt gesehen haben. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine halbe Stunde. Ne? Wir haben 31 Minuten noch bis Werbung, das ist doch perfekt für mich. Das okay. Ist genau die Länge, die ich bereit bin, auch zu spielen. Dann leveln wir noch ein bisschen. Ja gut, dann mach du das noch schnell. Ich mach das noch schnell. Und dann kindeln geht's. Tun wir auch. Dieses Feuer können wir ruhig kindeln, ja. Finde ich. So viel Humanity drin. Ja. Twinkling Titanite hat man nicht nochmal jetzt, ne? Ich glaube nicht. Leider nicht, ne? Das ist gefunden. Wenn wir bis zum Giant Smith kein Drinking Titanite mehr finden, können wir uns überlegen, mal eine andere Waffe zu gehen. Es sind noch ein, paar Shops. Also mindestens einer. Und der Schmied selber hat auch noch ein paar Sachen. Schauen wir mal. Was leveln wir? Noch ein bisschen Endurance, würde ich sagen. Ja. Und ja? Energie ist immer gut.
Ja, geht grad nicht. Hast du nicht noch, genau, aber könntest du nicht noch kommen, die 2000 hast du im Check. Na, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber wieso denn nicht? Was willst du denn? Sehr gut. Dann nehme ich die auch noch. Ich verstehe ja deine Argumente mit dem Aufheben, aber wir haben ja wirklich einige und einer hat genau 2000 und das würde wahrscheinlich hier die Ritter, oder? Mach mal, schon eine sehr große Serie jetzt, ne? Ich glaube, ja, du hattest vorhin eine, die hatte 2000. Die hatte 200. Nein, nein, die zweite, die du genommen hattest, das war, glaube ich, eine Ritterseele. Ja, ey, ich weiß es nicht zu 100%. Ja, aber, die ist doch mehr als die. Die sieht größer aus als die. Stolzer Krieger könnten wir... Okay, dann nimm Stolzer Krieger, Entschuldigung. Ja. Wir werden es ja gleich sehen. Das sind, wie viel? 3000. Okay. Echt auch so, ne? Dann war es das davor, ja. Wahrscheinlich der normale Krieger dann. Ja, wahrscheinlich. Irgendwas mit Krieger. Okay. Siehst du, ist doch geil. Ist doch viel besser jetzt. So. Ach ja, und Pat, tauschen oder? Passt. Ja, ja, wir. Komm, das passt so. Das im passt. Moment, wir desinfizieren es gerade. Bla, bla, bla. Ah ja, genau. Ach so. Okay, ja, geil. Okay, da. Mhm. Ich muss sagen, ich gucke lieber auf den knochigen Hintern als auf diesen fleischigen. Deswegen spiele ich meistens weibliche Charaktere. Fühle ich mich nicht so schuldig. Was mache ich, wenn mir der knochige Hinter gefällt? Falle auf den Boden. Das hier vorne? Ja. Du kannst die anderen pullen und dann in die Falle rennen, dann kannst du die abknallen. Dann kommen doch hier um die Ecke irgendwo. Ist denn der eine ist ein Lappen, der andere ist. Boah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Nee? Komm doch durch. Oh. Ja? Oh, lüstet ihn nicht aus? Der geht einfach nicht drauf. Den kannst du easy backsteppen. Ich muss erstmal die Moves gerade wieder, habe ich gemerkt. Ja. Versuch hinter ihn zu gehen bei dir. Erstmal muss das wirklich gerade. Wie kann ich noch was nehmen so? Genau, so, ja, gehen. Genau. Ach komm. Aua. So eine kleine Keule. Ja, ne? Okay. Wie gesagt, ich muss ja erstmal. Ja, ja, kann. Oben und R1. Nee. R2, da machst du diesen Hechtsprung. Genau. Sauber. Man muss nur vorsichtig sein, wenn der nicht rauskommt, kommt dieser super langsame Schlag mit der Waffe raus. Ist da was? Och doch. Der Höhlensoldat. Mhm. Der weiß auch nicht, wie er hingekommen ist. Ja. Okay. Da ist noch ein Item rechts, genau. Einfach geradeaus. Und Wolfsring. Was macht der nochmal? Der macht. Au! So, ein Bär steht da hinten. Ah, hier ist aber auch scheiße ohne Schild, dass du die Projektile nicht blocken kannst beim Laden. Oh, das kommt. Oh, die Katze! Oh, nee, nicht so eine Katze. Oh, und du hast sie einfach mal. Nein! Ich war doch schon fast da! No. Ah, die Katze hast du gut gemacht eigentlich. Die ist nämlich auch hart. Jo. Ja, aber man sieht ja, man kann an der Katze so vorbeiquetschen. Die fällt wahrscheinlich aber auch runter, weil die so dick ist. Mhm. Wir wollen es wahrscheinlich Schild gerade machen, ne? Deswegen kam Pyromancing raus. Das ist ein Fehler, habe ich vorhin auch gemacht. Wir haben aber leider kein Schild. Aber Schild wäre hier. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, aber rollen geht da ja auch nicht, weil er sich. Dann würde ich runterrollen. Ja, ja. Also kann ich eigentlich nur mich dran vorbeiquetschen, oder? So ein bisschen. Ja. Holen? Ja, eigentlich schon. Also, ich meine, du kannst, einmal, kämpfen, natürlich, kannst einmal runterfallen, das überlebst du, aber wir wissen halt nicht, was unten ist. Das so, normalerweise ist da die Hölle, aber hier könnte es leichter sein. Das stimmt. Und was ist da jetzt? Piep, piep, piep. Oh! Jetzt rennt er. Und in den Pool. Also wirklich, Simon. Oh, das ja. Na? Achso, die Falle ist schon aktiviert. Ja. Hat ihn voll weggefetzt, den Dude. Das hätte jetzt so echt aus Berserk sein können. Jetzt mach ich dasselbe wieder, oder? Du kannst sie auch zurück. Du kannst sie ja auch pullen und dann zurückrennen. Dann fällt sie wahrscheinlich von alleine runter. Guck mal, sie ist schon gepullt. Und die stirbt von den Dingern. Oh shit! Oder auch nicht. Das macht sie. Die ist verwirrt. Immer noch nicht.
Jetzt aber. Okay. Ja, nimm mal nice, an, ne? Nice, nice. Vielleicht ist sie auch verwirrt, dass sie nicht in ihrem Gebiet ist. Ja. Ja. Nicht das Gefühl, dass sie wusste, was sie da tut. Normalerweise ist da oben noch jemand, der ballert. Mhm. Jetzt ist er ja, nicht. Ja. Stopp, stopp. Will eigentlich auch nur spielen. Schnell hier runter. Okay, gut. Oh, da ist er. Jeder neue Gegner ist eine Gefahr, auf die man sich freut. Mhm. Was ist es? Oh, ein Dings ist das, ein Mimic Chest. Ja, solange ich hier jetzt erstmal stehe. Vorsicht, Falle! Was mache ich mit Falle? Ach so! Okay, halb so wild, halb so wild. Aber wo war die Falle? Der Boden oder was? Ja, der Boden, auf dem Boden. Hier war eine Schalter, eine Druckplatte. Nicht gesehen. Ja. Okay, aber ich dachte, du meinst die Chest. Das ist eine böse jetzt, oder? Aber ja, das ist eine böse. Kette geht nach oben. Oder? Also nee, die Kette sieht normal aus, aber hier müsste eigentlich ein Gegner sein. Hau lieber nochmal. Der Gegner, dass der nicht da ist, macht mich auch. Okay, das ist tatsächlich nur eine Truhe. Wo ist der Gegner hin? Es kann ja auch mal für uns der was Ring. Sein. War das der vom Centipede Demon? Guck mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, weil den brauchen wir ja, um nachher. Ja, später. Ja, genau. Oh, gut, dass wir den schon haben. Das ist ein Key. Ja, nice, gut. Jetzt sehe ich auf Englisch stellen müssen. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch hieß. Moment. Okay, eins. Ja, da lang. Ja, hier ist richtig. Da scheint aber mal nichts zu kommen. Was steht da okay. unten? Oh, da ist ein DLC Raven Boot. Ah, die Viecher. Ja, die halten kurz an. Aber den brauchst du, mit dem brauchst du nichts zu machen. Ach, der! Sieht aber auch episch aus. Hey! Hinter dir! Oh, nein! Oh, komm nicht! Jetzt, warum bin ich denn nicht ein bisschen weiter links gefallen? Verdammt. Schade. Nein, 5000. Ich weiß. Ist nichts. Das ist ein Nachdenken. Du kriegst allein von dem Boss, glaube ich, 40.000 oder so, ne? Ja, aber die muss man ja auch erstmal umsetzen. Guck mal, die Katze bringt 2000. Ja. Da haben wir schon fast wieder. Kannst auch rennen mit Kreis gedrückt halten. Vergessen. Ja, habe ich tatsächlich vergessen. Machen wir gleich. Mhm. Und again. Er lernt es auch nicht. Er aktiviert selbst die Falle, das ist gut. Oh, oder auch nicht. Hä? Ist er voll draufgelaufen? Ja, aber zu kurz, glaube ich. Muss ein Weilchen drauf sein, glaube ich. Er ist so schwer. Mit seinen dicken Stumpen. Also weiße Brocken haben wir genug. Ja. Und nur noch eine Waffe dafür. Oh. Was war der? Und schon wieder. Ui, ein Schild! Take it, der Simon! Fluch. It's over. Aber er hatte doch schon Schilder und. Ja, aber das ist ein gutes Schild. Jetzt können wir das auch tragen. Okay. Das andere war halt viel zu groß und klobig. Ich meine, zum Normalblocken ist das jetzt auch nicht so geil, aber zum Haus ist halt schon ein sehr kleines Schild. Du kannst Schild. Damit immerhin parieren. Ja. Ja. Was ist es? Helm, Schild, man weiß es nicht. nein, ich bin cool damit. Ich meine, parieren ist mit das Wichtigste erstmal. Mhm. Ah, das Ding will ich auch haben. Generell blocken ist schon sehr gut. Auch wenn es mickrig aussieht. Oh! Trottel! Ja, weil es so dick ist, ne? Oh, da ist wieder was runtergefallen. Das war wahrscheinlich auch eben schon passiert. Er mit den Punkten. Jetzt ist er tot, ja. Wohin mit Fashion Souls uns noch bringen. Bisher ist auf jeden Fall die Ausrüstung, finde ich, sehr unique. Ich finde aber, das kleine Schild passt perfekt zu dem restlichen Minimalistischen, was wir so haben irgendwie. Oh ja. Okay. Da ist der Schalter. Siehst du den nach dem Boden? Ja, bin jetzt bist du nicht gegangen gerade. Okay. Und jetzt holen wir uns. Geh einfach nach vorne, geradeaus. Ja. Dann müsst du jetzt. Oh, er wurde nicht. Das war das, was so vibriert hat, die Kugel. Da kommt gleich noch einer. Kommt die hin und her? Ja, ne? Ist doch. Kann doch hier eigentlich dran vorbei. Jetzt kannst du. Jetzt springen. Kann ich dran vorbei. Soll ich das auch machen? Ja. Da kommt jetzt nicht noch eine? Doch, da kommt immer wieder welche. Oh, das ist unfair. Jetzt links rein, links rein. Ah, oh, nice. Da durch? Ja. Jo. Da ist gleich nochmal eine Falle auf dem Boden, musst du aufpassen. Oh, was ist das? Pass auf, hinter dir könnte auch noch jemand kommen, der Typ, der gerade geschossen hat. So ein bisschen. Weiß grad nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Und der wird nicht weggerollt. Ach. Der ist noch in Sicherheit. Na gut, immerhin kommt er nicht.
Ein Gargoyle. Ach, ein Gargoyle. Ja. Ja, dass der da reinpasst, ist aber auch witzig. Ja, du musst Pyromancy wieder anlegen, du hast ja, das ja. Schild ausgetauscht. Genau, das. Kann ich denn nicht beides? Ja, kannst du. Und dann wechseln einfach? Ja. Okay. Liegt ja nichts. Nein. Nein! Okay. Ja. Okay, und dann kann ich so immer wechseln. Okay. Verschwinden die Gargoyles eigentlich auch, nachdem wir sie gekillt haben? Sollten eigentlich. Also, wenn es so klappt. Kann auch sein, dass es immer ab und zu nicht funktioniert. Ja, ich glaube, Pyromancy ist nicht so geil. Okay, also einfach vorrennen und hauen. Ja. Ich meine, ich habe die Option aktiviert, dass Bosse nicht mehr respawnen. Das Problem ist, dass es ja auch nicht unbedingt ein Boss sein muss, sondern auch nur so ein Mitboss aus Anor'Londo, der aber auch nicht wiederkommt, wenn du ihn besiegst im Mahnspiel. Oh, da weiß ich gar nicht, wie das ist. Ja. Hey, du. Nee. Ich glaube, du musst die Waffe zweihand nehmen, damit du den Schlag von oben hast. Mach ich das dann? Nee, muss ich die rausnehmen, oder? Nee, ist schon richtig. Du musst einfach nur Dreieck drücken. So, ja. Ah, okay. Ja, ich bin nicht mehr so richtig. Nee, alles drin, gut. Ne? Das alles ist gut. Halt. Okay. Ich versuch's! Dafür, dass du gar nicht mehr so drin bist, machst du es eigentlich nicht dann. Hin, ey. Ich komm nicht hin! Es ist voll nervig. Ja, ich treff den nicht, weil. Auch schlecht. Okay, ist kurz mal den Move. Assicht. Okay, das ist der Move, den ich eigentlich haben will. Ja. Nicht rennen? Ey, warum springt der dann noch raus? Wenn er springt, so? Oh, ja. Ja, super. Stagger? Jawohl. Easy peasy. Ja, der ist halt echt viel zu groß für den Raum. Ja, ja, ja. Okay. So, jetzt kommt die Kugel hier links. Muss aufpassen. Ja. Rechts meinst du? Was? Ja. Wo? Rechts? Oh, stopp, warte erstmal, bis die Ach, das ist der Rundweg, ist. Ja, ich erinnere mich. Und dann wohin? Jetzt gehst du geradeaus und dann runter. Jo. Nee, links runter. Ja, genau, hier runter. Da könnte man lang, aber ist eher so. Hier kannst du wieder links. Mit Forsquid. Jo. Das war hart. Und jetzt gehst du nach links wieder. Ja, links. Ja. Wunderbar. Das ist eine Mimik-Chest. Ich kann mich wirklich an das Schloss erinnern, aber ich weiß, dass ich da verdammt rumgeirrt bin. Die Truhe nicht öffnen, sondern hauen. Mach sie kaputt. Lass dich bloß nicht grabben. Eine Ausdauer. Oh, nein! Ah! Verdammt! Okay, da hätten wir nicht vorwarnen können, aber das Aufzug. 10.000? Oh, die sind auch mit runtergesprungen. Aber die 10.000 holst du dir jetzt einfach wieder. Will ich aber auch wieder haben. Ja, hol die. Nein, den ganzen Weg nochmal. Okay, jetzt aber Konzentration. Es macht schon Bock. Das auf jeden Fall. Hm. Ja, es macht Bock. Es ist wirklich mal was anderes. Man weiß einfach überhaupt nicht, was kommt. Ja, man kommt. Kann halt immer es gespannt sich sein. Noch mal ganz wirklich neu. Hinter jeder Ecke versteckt sich irgendwas Cooles. Hab ich Cooles gesagt? Was Beschissenes meinte ich natürlich, aber. Ja, löst die Bier nicht aus. Allein, dass nicht so dieselben Gegner in einem kompletten Gebiet sind, sondern wirklich alles durchgewechselt wird, das ja. Ist. So viel. Und wir hatten spannend. Noch keinen Absturz heute. Nee, stimmt. Läuft sehr gut. Meine Hotspots für Absturzwurm ist ja immer Asylum direkt gleich am Anfang, wenn da ein Gegner oben beim Balkon rumgerutscht ist. Und unten beim Dragon Valley. Ah, okay. Warum auch immer, da ist eigentlich so viel Platz. Ja, eigentlich schon. Konzentration. So, kurz Aggro ziehen und dann zurück. Der ist schon aggro. Und er fällt mir. Sehr witzig. Das ist der wahrscheinlich normalerweise geschossen hätte. Oh shit. Ja, ist jetzt ist sie weg, ne? Weil sie runtergefallen ist. Ist sie? Ja. Ja. Nee, das. Ja, wirklich. Hab ich gar nicht richtig gesehen. Ja, ich habe die Punkte noch nicht bekommen. Aber die aber stirbt nicht. Ja, sie stirbt in dem Fall. Die ist zu krass. Das ist eine Katze. Ja, stirbt natürlich. Nicht vom Fallen, das kannst du vergessen. Ja, natürlich. Wo bleibe ich denn mit meiner Logik? Zehntausend Seelen. Ich will meine 10.000 Seelen. Ui. Alle? Ah! Okay. Alles gut.
Okay, vorsichtig. Kurz auf den Stein warten. Hm. Der nicht kommt. Ja. Ach ja? Noch geh einfach. Ja, jetzt kommt er. Wohl nicht. Kommt nicht oder? Also, nö. Nee, der kommt nicht. Aber es rollt doch. Ja, die rollen in die andere Richtung. Ja, aber ich meine, die rollen doch normalerweise, rollen die doch auch hier durch. Oder ist das nur, weil ich nichts getriggert habe? Das liegt wahrscheinlich daran, dass du schon ein bisschen weiter gekommen bist. Ah, das ist schon mal da war, okay. Wunder mich nur. Oder hat er die Platte getriggert? Nee, auch nicht. Hier unten ist Falle, Vorsicht. Ja, und. Und die Pfeile kommen direkt von hinten. Also geh nach vorne und dann links. Ja. Alle Gargo ist nicht mehr da. Oder du flickflackst rüber. Ja, hat leider nicht geklappt mit dem Flickflack. Einfach den Ball hinterher. Mhm. Ja. Okay, also nicht mehr da so runterspringen. Okay. Und links. Jo. Eigentlich könntest du auch hier noch ein Item holen, weil jetzt ist der Weg da frei. Willst du das noch schnell machen? Einmal zurück kurz. Warte auf den Felsen. Kommt er jetzt überhaupt? Weiß ich gar nicht. Weil hat ja oben die Druckplatte nochmal aktiviert. Ich weiß, in irgendeinem. Da. Nee, doch. So, jetzt gehst du nach vorne und hier rechts ist gleich ein Item. Ah, okay. Sehr gut. Jetzt kann ich zurück? Ja, jetzt kannst du. Oder muss ich noch warten? Warte. Nach rechts! Oh, okay, acht. Hier geht's auch. Okay. Randy. Der super. Das haben wir gerade bekommen, ich habe gar nichts gesehen. Schwere Stiefel. Achso, ja, stimmt, Stiefel. Die zu schwer sind. Da sind die Seelen, hol dir die Seelen! Ja. War doch gut versteckt. Ne? Ich will sie nicht. Weg von den Seelen. Gut, dass ich den einen gekillt habe, jetzt ist der ja auch weg. Finde ich angenehm. Oben musst du gleich schnell sein, wenn du aussteigst, sonst rückt dich der Fahrstuhl in Spikes rein. Da siehst du ja schon Blut auf dem Boden. Genau. Jetzt musst du da aber so schnell musst du nicht sein. Nee, aber jetzt einfach raus. Ja. Hier musst du jetzt rechts. Ich glaube, die Tür kannst du noch nicht öffnen. Kann ich auch mal, ne? Hier müsstest du jetzt hoch. Ja, lieber vorsichtshalber checken. Aber ich glaube, ich meine, die Stufen scheinen ja zu zeigen, dass. Genau, jetzt muss ich das da oben dann. Muss ich da irgendwas. Einmal drehen, glaube ich. Genau. Kugel schießt immer in der gegensätzliche Richtung vom Schalter. Also jetzt da, wo du gerade herkommst, also da. Genau, da kannst du ruhig bleiben. Bricht sie doch da die Wand auf, oder? Ja. Mhm. Dann muss ich dann da durch, oder? Das ist ein Item. Nee, ist nur will ich nicht. Du brauchst, glaube ich, erstmal den Schlüssel, ne, dafür, um die Kerker da unten aufzumachen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Generalschlüssel geht. Nee, geht nicht. Im Ernst, wegen dem Item muss ich da jetzt auch nicht runter. Wobei man natürlich nie weiß, was. Ja, befreist du ja diesen einen Magier und das kannst du nicht mit dem Generalschlüssel. Was ist denn mit dem Typen? Der soll jetzt mal da sterben da unten. Jetzt will ich warte noch kurz. Ich glaube, das ist der Rabe. Aber da musst du auch gar nicht lang. Aber, ja, aber dann ist er weg und ich krieg die Seelen. Ach so. Der hält sich aber gerade jetzt mit wirklich am letzten Zipfel noch. Ja, die halten halt viel aus. Okay, letzte Indiana Jones Kugel. Jetzt ist er tot. Ah, oh, okay. Ah, 1000 nur. Jetzt müssen wir kurz sagen, wo ich landen soll. Da hoch? Ja. Mach schon auch wieder eine Falle. Eine sehr gemeine. Mhm. Die kommt seitlich, danach einfach rollen. Ja. Okay. Und. Ja. Ah, so. Ja. Mhm. Einfach durchrennen. Jetzt wird's uns knapp. Rechts ist jemand. Uff. Die sind nicht so easy, aber kriegst du hin. Oi! Ei. Ah, hinter dir war auch noch einer. Was? Aber was war das? Was ist das für ein Viech da hinten? Shit. Eine Ratte oder so, sah irgendwie haarig aus. Hm? Ja, ficken. Oh Mann, nochmal von hier. Oh. Ja, jetzt kannst du schnell durchrennen. Du wirst immer schneller. Ja, nur ich glaube, jetzt verliere ich, wenn ich jetzt schnell durchrenne, verliere ich die Seelen. Ja, es, wie jetzt nimmst du nicht krumm? Je mehr Seelen, desto wichtiger ist es, dass man sich konzentriert. Ja, das ist das Problem. Wenn man sich zu viel Sorgen um die Seelen macht, dann kann das nicht gut werden. Ja, aber schau, nimm es einfach locker und denk einfach, ach, scheiß auf die Seelen, ich mache einfach so wie eben. Hast ja irgendwie auch recht. Ja. Er löst sie nicht mehr aus. Hat er das vorhin einmal? Oder ja, er hat sie einmal ausgelöst, aber dann nicht. Ja. Mann. Das ist bloß sein rechter Fuß, der Trigger. Bin auch gerade dumm.
kommst hier nicht vorbei. Oh, komm. Oh. Gib ihn. Ja, erstmal. Kein Risiko eingehen. 13.000 Seelen. Die du gerade nicht hast. Ja, sie liegen, aber sie schreien nach mir. Ich kann sie hören. Gib mich aus. Ich bin ein Level up, mindestens. Ich will eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich echt nicht, ne? Okay. So, hier oben. Erste Action. Jetzt kommt die Katze. Die Katze kommt, und zwar jetzt schon. Jo. Nö, lässt sich nicht. Da kommt was. Oh, geil. Noch einen. Ja, nee, doch. Trottel. Ab in den Fleischwolf. Na, da unten läuft sie rum. Kannst du ja ruhig bleiben. Schön. Ich muss sagen, die Idee einer Riesenkatze ist eine unglaublich gefährliche, angsteinflößende Vorstellung. Also eine Katze, die hat richtig Bock, mit dir zu spielen, bis du nur noch ein Stück blutiger Brei bist. So. Naja, okay. Mal gucken. Das ist ja wirklich ein verdammt langer Weg. Gibt's hier nirgendwo noch ein Leuchtfeuer in der Nähe? Erst wenn du hier raus bist, so ziemlich. Aber du warst eigentlich schon relativ weit. Noch zweimal so eine Passage und du wärst raus. Das ist ja immer, ne? Ja. Okay. Hier kann ich einfach so durch, dann kommt der Ball, dann laufe ich links. Nee, der Ball kommt jetzt nicht mehr. Der ist. Okay, dann kommt der Ball nicht mehr. Ich laufe links. Ist aber interessant, dass dieser Lavaring hier ist. Ja. Ich dachte, er ist auch regional bedingt und nicht auf einmal mitten im Sans Foto ist. Ja, wie? Oh. Vor allem, weil es ja ein Key-Item ist. Ja. Was hat er denn hier verloren? Naja. Schwamm drüber. Kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Also wir haben ihn so, ne? Von daher. Unser Problem ist es nicht mehr. Nee. Auf einmal finden wir aber dann die Lord Vessel irgendwo. Wie hieß die Area noch? Über Blighttown, da dieser Strand. Weiß, welche ich meine, jedenfalls. Mhm. Da will man bestenfalls gar nicht erst hin. Vor allem nicht ohne Lord Vessel, weil der Weg dahin super scheiße ist. Und der Weg zurück ist eigentlich noch beschissen. Ja, wo die Hydra ist, ne? Meinst du? Das wo einer der Hydras genau. Ist, ja. Ja, ne? Also da hinzukommen ist schon. Da hinzukommen ist okay, aber zurück, Alter. Niemals. Ich glaube, das musst du nicht mehr machen. Also, nee, ich bin nur. Ja. Da. Ich wollte nur warten. Mhm. Ich glaube, die nächsten Gegner hier. Es wird schwer, die zu skippen. Die muss man, glaube ich, machen. Vielleicht kannst du die pullen und hier wieder zurück. Eine sehr gute Idee, das werde ich auch machen. Mhm. Hast du ihn schon? Ich hab meine Seelen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gepult hab. Nee, hat noch keinen. Shit. Noch keine Ahnung. Hier Pfeil und Bogen wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um die zu sich hinzuholen. Haben wir welchen? Oh nein. Oh shit. Aber du hast deine Seelen. Jetzt musst du ihn nur noch mal holen. Ja. Also euer Plan wäre, die zu ziehen und dann da einmal... Wäre gar nicht so verkehrt, weil das sind schwere Gegner, du hast wenig Platz, hinter dir ist noch einer. Aber ich könnte auch einfach, mein erster Plan wäre erstmal dran vorbeirennen, ne? Aber die rennen mir hinterher. Das ist sehr schmal, du musst auch die Treppen hoch und... Ja. Den links musst du auf jeden Fall machen. Da kommst du nicht dran okay, vorbei. Okay, okay. Der rechts, den könntest du outrunnen. Mann, ey, muss ich die machen? Warte einfach, bis er kommt und dann aktivier die Falle. Ja, eigentlich jetzt. Kannst du auch durchrennen. Der ist so langsam. Der macht okay. Das nicht mehr, der aktiviert wirklich nicht die Fallen. Oh. Ah. Ah. Na, jetzt ist die Falle aktiviert, warum auch immer. What is happening? Ja, komm, ich lauf dran vorbei. Ja. Die sind recht langsam, ich glaube, die Katze könntest du auch pullen und. Was ist das?
Normal rennst du hier einfach komplett an allem dran vorbei, aber die Katze ist halt so fett. Kommst du nicht um vorbei? Also, was war das denn? Das war auch so ein Skelett, so ein großer. Hey, Katze. Da ist er, der Dicke. Ey, das ja. hat so viel Recovery, dieser Schlag. Ja, ich weiß auch, dass ich ihn nicht machen soll. Ja, das ist nee, der typische R2. Du wolltest den wahrscheinlich auch gar nicht, aber der ist mir auch so oft rausgekommen, dieser Scheißschlag. Nur ich weiß, ich habe den frischen immer zu häufig benutzt. Alle meinten, man nutze R2 nicht. Und es stimmt ja auch, nur irgendwie ist es so dumm, einen Move zu haben, den man nie benutzen soll. Nee, nee, also nur R2 wahrscheinlich. Du wolltest wahrscheinlich diesen Plunge-Attack machen. Nee, jetzt gerade habe ich tatsächlich R2 gedrückt, weil ich dachte, das reicht von der Zeit und der haut bestimmt rein, aber das hat beides nicht geklappt. Wie das Ding ist, du musst ihn damit killen, weil danach bist du verwundbar. Du kannst dich nicht schneller recovern. Ich weiß gar nicht, haben jetzt alle Black Knight Waffen? Ich glaube, die Axt hat noch so einen Move. Nee, ich erinnere mich. Also, nee, wir haben nicht alle, auf keinen Fall. Das ist mir auch sogar neu, dass dieser Schlag so. Ich wusste gar nicht, dass der so schlimm ist. Das ganz große Schwert, das dauert ja ewig. Da kannst du einfach nebenbei einen Kaffee trinken gehen. Ja. Ich glaube, das noch dickere hattet ihr im Run, ne? Dieses riesige. Ja, dieses riesen Monsterschwert, wo alle unbedingt wollten, dass wir das nehmen. Das war ja auch cool und groß, nur es ist halt wirklich sehr, sehr langsam und war immer derselbe Schlag. Jo. Das war dann auf Dauer ein bisschen langweilig. Warten. Diese Krone ist so hübsch. Ja, ne? So ein schönes Bild gerade. Och komm, nö, ich darf sie von hinten nicht berühren. Nö. Ihr spinnt doch alle. Es fehlt nur noch, dass sie dabei explodiert und kleine Würmer rauskommen. Genau. Während sie so rollt, ja. Die dich auch noch vergiften und toxisch machen oder so. So. Ich hol diese verfickten Seelen uns nach Hause, Jungs. Nein! Oh, ihr habt's auch gesehen, ne? Ihr habt's gesehen, ihr habt gedacht, ich fall jetzt. Wir wussten, dass du es schaffst. Wir wussten es. Nee, Mann, ich hab das kollektive Luftanhalten gespürt. Aber das ist normal beim Dark Souls zugucken. Na, jetzt laufe ich mal rechts vorbei. Ui. Abwechslung. Close enough. Na, immerhin. 17.000 Seelen haben oder nicht haben. Ich muss mal gerade gucken, ob ich es schaffe, einmal hinzurennen, zu triggern und dann noch zurück. Das kriegst du hin. Jetzt hinrennen. Und ja. Ich muss auf jeden Fall einmal warten, ne? Ja. Oh, shit. Ach, knapp. Hast du sie jetzt aber schon getriggert? Ich wäre frech, wenn nicht. Ihr Arschgeigen. Die sind nicht getriggert. Lauf ein bisschen näher ran. So bei denen. Oh, Moment. Ah, doch, da eine kommt. Oh, komm, passt der immer durch? Nee. Ja, das ist vielleicht das Hauptproblem. Die dumme der Sau. Der kommt nicht so richtig durch. Oh, dann kannst du den aber ignorieren und den links einfach vermöbeln. Ja, okay. Der kommt hier nicht durch, aber. Bei der Statue da, oder? Und jetzt kommt. Was macht er? Hoffentlich kommt er jetzt nicht. In der Statue, ist stimmt, der kommt. Kann ich da nicht von hier ihn. Könntest du auch. Der hält nicht viel aus. Aber er macht gut Schaden. Ja, aber wenn er immerhin. Geh lieber nach links, oder? Dann kannst du dich runterfallen, stimmt. Ich mach den. Mach den, Jungs. Von hier kann ich doch den Sprungschlag machen. Ja. Das hält er aus? Okay. Oh, ist nicht so. Schade. Ja. Aber es war ein guter Plan. Es war ein guter Plan, fand ich. Ja. Ich dachte, das ist auch ein Schlag reicht, bin ich ehrlich. Nee, der hält schon ein bisschen aus. Ja. Die Großen halten gefühlt wie aber wir können ihn ignorieren. Der Linke ist dann ein eher größeres Problem, aber. Wir wissen nicht mal. Kann man dann dem nicht auch vorbeirennen? Wir wollen doch die Treppe da hoch. Ja. Ja. Der steht auf der Treppe oben. Auf der Treppe? Der kam doch dann auch zu mir. Na gut, wir gucken mal. Ich meine, ich würde schon gerne, wenn möglich, vorbeirennen, weil es ein langer Weg dahin ist. Auf jeden Fall, ja. So, jetzt kein Mist bauen. Yeah.
like a boss einfach stehen geblieben. Ja, ich dachte, das geht noch. Ei! Mann! Nein, 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 nein. Sowas fangen wir gar nicht erst an. Soll ich die weißen Brocken immer warten auf die? Ich meine, wofür brauchen wir die nochmal? Egal, ich nehme. Welche Waffen sind das? Holy Weapons? Es gibt auch eine ganz geile Magierwaffe, tatsächlich. So ein großes Zweihandschwert, was mit Inscaled, diese Moonlight Grace. Achso, ja, genau. Wenn man das wirklich findet, ist es natürlich auch ganz geil. Ja, wenn wir das finden, könnte man direkt auf Magie gehen, eigentlich. Hm. Weil wir haben auch Soul Spear und so schon. Mhm. Also, wenn wir Magier wären, wäre eigentlich ziemlich geil, aber. Ja, wäre auch ein bisschen leichter alles, aber. Naja, wir. Wir müssen erstmal Sachen finden. Das Gute ist, ihr seid ja dabei und ihr findet dann ja auch sofort Verwendung für alles. Also ihr findet ja neue Kombinationen, ey, wir können das hier, wir können Magier, ja. Mit dem können wir das machen. Ich würde da einfach. Das ist halt tatsächlich immer so on the fly, was man so findet, muss man halt schnell überlegen. Das meine ich, aber nur mit dem richtigen Hintergrundwissen. Richtig, ja. Kann man das überhaupt dann auch. Du brauchst schon ein bisschen Erfahrung, sonst wird das zu hart. Oh. Und das ist auch wirklich kein Randomizer, den ich Leuten empfehlen würde, die Dark Souls gar nicht kennen. Oh ja. Ja, man sollte auf jeden Fall Dark Souls-Erfahrung haben, wenn man diesen Randomizer spielt. Aber wer hat denn heutzutage keine Dark Souls-Erfahrung? Ich bitte euch. Das ist wahr. Es hat sich ja echt durchgesetzt mittlerweile. Ist halt auch echt ein schönes Spiel. Oh ja. Das Geilste dran ist, finde ich, das Kampfsystem. Es ist so schön direkt. Kein Schnickschnack, einfach ja. Du und dein Schwert oder deine Magie, je nachdem. Jetzt wird's aber wieder komplex. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Kampfsystem von Sekiro ist nochmal eine Ecke geiler. Das stimmt. Ich möchte an der Stelle nochmal Nioh erwähnen. Was ich hab's leider noch nicht gespielt. Sehr viel Spaß macht beim Kämpfen. Ich glaube, es ist was völlig anderes, aber ich man hat nur Gutes davon. Man gehört. Hat geile Waffenkontrolle, man hat ja. Abwechslung. Also es ist so ein bisschen, es füllt die Lücken, die bei Dark Souls durch die Art, wie das gespielt wird, eben auftreten. Dass man halt, ja, du hast halt hier immer denselben Move. Ja, und so, da hast du dann halt irgendwie 20.000 Moves. Aber dafür ist es auch ein bisschen wahlloser und ein bisschen. Anfangs sehr schwer und dann zu einfach fast schon. Okay. Aber die Bosse. Also nee, ist wirklich die Schwierigkeitsgrad ist. Ja, die Bosse komisch. Sehen aber super geil aus, auch bei Nioh. Ey, macht auch Spaß. Ja, also ich kann nichts Böses, Negatives sagen. Ein Level, der mir nicht gefällt, und leider wiederholen sich die Level ja auch häufig, aber darüber hinaus, geiles Spiel. Das ist immer mein Anreiz bei so einem Spiel, wenn die Bosse richtig geil sind, ist es für mich auch ein gutes Spiel. Ja. Shit, warte mal, irgendwie habe ich jetzt gerade hier nicht die richtige Perspektive. Renne ich da einfach durch jetzt? Jo. Ja. Stimmt, das ist ja schon die, ne? Ja, die ja, Ecke. Ja, das ist hier. Ah. Jetzt nach links. Geh vielleicht ein Stück nach rechts und links und dann zurück. Das kriegst du hin. Okay? Okay. Das war gar nicht so blöd. Jetzt müsste es aber hinhauen. Guck mal, da, der Dude war das. Der sah aber eben komisch aus. Ja, der sah anders aus. Wir haben nur den Fellmantel irgendwie ertappt. Okay. Captain Scaddy will nicht kommen, also einfach nach links laufen. Ja, der soll ruhig. Aber hier ist noch ein Item links. Links, genau. Da ist noch ein Gegner dann. Oh ja, stimmt, ein Gegner auch. Kommt der denn jetzt oder ist der. Der ist stuck, okay. Lass ihn mal da. Ja. Hoffen wir, dass er stuck bleibt. Was haben wir da? Das ist so ein Spuckdude. Ach, hier mit dem. Oh nein, oh nein. Hier musst du rollen. Du darfst dich nicht treffen lassen. Auch nicht blocken. Versuch, jeden zu rollen, weil der macht Toxic. Und wenn du an ihm dran bist, macht er Melee-Attacks, aber. Ja. Du musst erstmal an ihn ran. Oha. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt schön. Perfekt. Ey, der Flickflack ist voll geil. Hammer und Speer. Leider nicht so ein toller Hammer. Aber Soul Spear ist gut. Hm. Ey, Leute, ich werd's mal kurz probieren. Ich will nur wissen. Ja, du hast ihn getriggert. Ja, ja, ich weiß. Ich will's ja auch probieren. Ja, den kannst du auch töten. Jetzt hast du auch Platz. Ja, der macht halt viel Schaden. Du musst ihn zweimal schon mit der Attacke treffen. Krass. Ja, abgeht. Ich kann doch nicht so. Plötzlich kann der da durch. Was? Nein, nein, nein. Er hält sich an die Regeln. Eieiei. Wie der durchdreht. Ja. Oh. Ja. Das war jetzt. Mein Herz! Ist da irgendwas? Nee, hier ist nichts mehr. Sicherlich? Ja, das nur tut. Simon, du hast bald geschafft zum Bonfire. Ist ein Feuer, verdammt. Hier kommen doch noch mehr jetzt. Ja, bald noch einmal. Ja, ein so ein Ding noch.
Aber hier sind keine Gegner, außer links könnte jetzt gleich ein Gegner sein. Wollen wir kurz Werbung machen, bis wir wieder wir da sind? Werbung. Dann gehen wir hier um die Ecke. Das wird ein schöner Cliffhanger oder Eckengänger, nennt's wie ihr wollt. Wir sind gleich wieder da mit Randomizer und Dark Souls und unserem Versuch, es knallhart durchzurandom. Bis dann. Bis gleich. Wir sind wieder da. Mhm. Ihr seid bereit für geile Souls-Action jetzt. Achtung, ihr könnt noch einiges lernen. Aufpassen. Was ist? Das hier ist links, müsste gleich da auf dem Balkon jemand sein. Warte, guck mal nach links, bitte. Das ist schon. Der ist anscheinend schon weg. Oder kommt der schon? Hab ich den vielleicht schon? Irgendwas ist da hinten. Ja, aber der ballert anscheinend nicht. Also kannst du ruhig latschen. Was ist es? Der kommt gleich. Der wird gleich ballern. Was ist es? Nee, der wird nicht ballern. Okay. Der wird nicht ballern. Ein Skelettturm. Der ist AFK. Die ersten beiden mitnehmen, kurz warten und dann die nächsten beiden, würde ich sagen. Muss man da länger warten? Verschiebt sich diese. Nee. Die Lücke? Oder ist das quasi, sieht nur so aus? Weil das sieht. Ja, okay, nee, ist schon beides eine gute Ecke. Okay, so. Ja. Boah, das ist echt nur noch hundsgemein. Nein, Vorsicht, alle? Okay. Ja, ja, aber soll ich hier lang? Nö. Der Typ macht viel Schaden, also. Ich will nicht, glaub mir, ich will mit niemandem kämpfen hier, wenn du bist bald beim Bonfire, also. Das ist eigentlich mein Plan. Ich möchte einmal ein Bonfire haben jetzt, damit ich diese Seelen investieren und mich wohlfühlen kann. Ja, du bist schon so gut wie da. Ja. Links ist das gleich. Jetzt muss die Frage, ob der Typ oben ist, der die Explosionskugeln. Genau, hier musst du vorsichtig sein, weil. Ah ja, stimmt, der ist auch random. Ja. Sorry. Man hört nichts. Wahrscheinlich ist der Dude nicht da. Das wäre ja gut, weil er wahrscheinlich dann aus seiner Entfernung nichts machen kann. Hier runter ist das Bonfire. Du meinst hier runter? Ja, einfach runterfallen. Ja. Ohne Rolle, ohne alles. Einfach runterlaufen. Und. Upp. Hammer. Oh, es ist aber auch echt gemein versteckt, weil diese scheiß Sands Fortress ist so lang. Und wenn man dieses Bonfire nicht findet, dann darf man jedes Mal hierhin latschen. Geil. Okay, und noch weiter. Wo soll ich es reinpacken? Ey, du hast dir die Seelen verdient, du hast sie aufbewahrt, du hast sie wiedergeholt. Baller rein, wo du willst. Das ist korrekt. Auf jeden Fall. Dann nehme ich Wille. Nein. What? What? Nein, ich pack sie in Vitalität, es sei denn, ihr sagt, das wäre jetzt falsch. Ach Quatsch, mit Vitalität kannst du eh nichts falsch machen. Manche, habt ihr ja gesagt, ne? Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Ich würde vielleicht, aber ihr wollt die Seelenchecks nicht. Gut, dann spielen wir einfach so weiter. Ihr wollt die aufheben, ne? Ihr wollt unbedingt. Ja, gerne, weil es könnte sein, dass wir plötzlich auf irgendwas skillen wollen. Ja, du hast recht. Und hier soll ich. Hier einfach kurz runter und dann links. Und dann bist du wieder da, wo du eben warst. Hey, da ist ja doch so ein Dude. Ist der die Kugeln oben runterfallen lässt? Ja. Der ist nicht so wild. Die droppen auch immer unique Items. Hm. Vielleicht muss er doch sterben. Ah, ein Zauberring. Vielleicht will das Seed, dass wir Zauberer werden. Bringt halt im Moment nichts. Okay. Was ist hier für einer? Da ist ein Gegner. Hier wäre normalerweise ein Schlimmer, aber ein Hundi. Oh, der ist aber auch nicht so nett. Ja. Ich glaube, es ist ein DLC-Hund. Ist es? Kannst du den looten? Normalerweise müsste der Loot geben. Nee. Komisch. Und hier kommt gleich der Rickard normalerweise, oder? Ja, genau. Ist der so, aber oder droppt er nur Rickards Degen? Er droppt den Degen, aber. Ich weiß nicht, ob er das auch ist. Ist er wahrscheinlich auch. So. Können wir auch gleich mal wechseln. Die Hälfte haben wir ja fast durch. Das ist so. Oh. Das ist Rickard. Jo. Er hat sogar den Degen. Ja. Ist nicht randomized sein. Aber der nimmt gut Schaden durch das Schwert. Das ist gut. Ach. Er macht doch gut Schaden. Ja. Ey. Der ist schnell, der Dude. Oh. Ah. Ein noch. Wunderbar. Sehr schön. Der dürfte aber Loot haben. Ist irgendwie wieder Humanity bei unserem Glück. Riesenhellebarde. Wir haben besseres Schwert. Die sind beide, glaube ich, safe? Die sind safe, ja. Kann man eigentlich auch randomisen, dass da. Oh nein, tu das niemals! Aber das funktioniert auch leider nicht richtig.
Ah, okay. Also ich hatte schon die Fälle, dass einfach die Kisten komplett despawnen und kein Item mehr da ist. Oh, das ist natürlich unglücklich. Man will ja wenigstens irgendwas haben. Ja. Ich meine, ich kämpfe auch dafür, aber... Please. Mal gucken, wer jetzt oben ist. Wenn der Eisengolem schon down ist. Vielleicht ist noch einer. Wir hatten auch schon mehrere Gargoyles. Sind ja und Ornstein. Vielleicht ist auch wieder ein Ornstein. Ja, hier musst du jetzt rechts, ja. Juhu. Rechts hoch? Hm? Ja, du könntest jetzt einmal hier über die Brücke springen, wenn du das hinkriegst. Also einmal da. Ah, ja. Kriegst du das hin? Wie springt man nochmal? Kreisrennen erst. Und danach nochmal Kreisbrücken. Genau. Ja! Yeah. Wow, first try, sehr gut. Hier ist nämlich ein Shop und du hast auch gut Seelen und kannst gleich was Geiles kaufen. Der hat einen geilen Helm auf. Ich gebe mir deinen Helm und dein Motorrad. Jetzt können wir zum. Schon mal einpacken. Kaufen. Kaufen, ja? Ja. Kostet dann nur 300. Menschlichkeit für 10 kannst du kaufen. Wanderfluch kann man auch mal einen mitnehmen. Nein, nicht den. Ah! Der war 5000. Ja. Egal, nicht so wild. Peanuts. Guck mal weiter. Nicht geguckt. Ja, ich dachte, wenn das eine so viel kostet, warum sollten das? Was ist das für ein Händler? Ja, ist ein bisschen bescheuert. okay. Er hat einfach alle. Brocken hat er. Oh, das Scherbe ist geil, ja. Oh, das ist jetzt auch schon eine Überlegung wert, ey. Ist eine Arschbällig. Oh, da war es Moonlight Butter. Oh, Blutschild ist auch ganz gut. Und warum habe ich die Scheiße? Ist hier. Schwert des Mond. Oh ja, Moonlight. Wollen wir die holen? Da müsste man es halt auch drauf committen. So ein bisschen. Wollen wir? Das ist aber gut, das Ding. Das stimmt, man kann es ja erstmal mitnehmen. Ja. Kostet ja nur 10.000. Kann ich gleich machen. 10.000 Seelen, ja gut, die muss ich mir erstmal holen. Dann brauchen wir aber noch einen Katalysator und Spells haben wir. Dann brauchen wir ganz viele. Katalysator haben wir auch schon. Ah, okay. Wir haben den geilen Ring. Die sind halt auch verlockend. Und diese Scherben nicht, oder was? Ich glaube, die brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen halt, wenn nur noch die ganz große Glut, dass wir plus 15 gehen können. Plus 10. Okay. Ja. Okay. Ist nicht so geil. Also schon nicht schlecht. Ja, also. Ich würde das Schwert und das Schild erstmal schon mal kaufen. Das Blutschild? Blutschild ist ziemlich gut. Okay, ne, ich. Das ist ein 100% Schild. Aber das andere kann ich noch nicht kaufen, leider. Ja, kannst ein paar Seelen schlucken. Du hast ja gerade. Jetzt paar kostet das 10.000. Mhm. Jetzt können wir. Ja, hätte ich diese Scheiße für 5.000 jetzt nicht gekauft. Das ärgert mich jetzt total. Ach. Das war echt ein dummer Move. Okay. Wie gesagt, Seelen ist nicht so wichtig. Ja gut, jetzt brauchen wir sie ja. Nee, wir haben noch genug hier. Guck mal, nimm sowas. Viel zu viel, verdammt. Naja. Ja, für Schild und? Nee, Schild hast du schon gekauft. Ja. Aber ein paar Wanderflüche können wir noch mitnehmen gleich. Ja. Wanderflüche? Ganz vorne. Mach mal so 3, 4. Oder 82. Können wir auch. Oder? Nee. Das ist der 5. Ja, ja. Okay, nicht. Du kannst davon ein paar Scherben kaufen, sonst vom Ding. Ja, große oder? Brocken auf jeden Fall. Die oberen am besten. Grauen Brocken? Ja. 7 Stück. Ja. 7? Mhm. Oder? Weil ich so viele kriege, meinst du? Nee, er hat nur einen. Ach, er hat nur einen, das ist ja frisch. Ja, ist ein bisschen doof. Haben wir gar nichts, okay. Ja, was das können wir eh nicht benutzen? Den. Nee, ne? Nee. Nee, der rote wäre cooler. Okay, gut. Dann haben wir jetzt halt noch ein bisschen Seelen übrig. Habe ich ein bisschen. Jetzt kannst du schon mal das Schild aber anlegen. Das ist ziemlich gut. Ich meine, wenn ich wieder spiele, werde ich es ablegen. Aber. Das Schild meinst du? Hm? Ja. Muss mit Fatroll gucken, ob es jetzt noch hinhaut. Bist du ja, ne? Hast du jetzt Fatroll? Was? Ah, da musst du die Krone vielleicht absetzen. Oder das Höschen. Oh, das Höschen darf eigentlich nicht weg. Nein, die Krone. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Echt, gelten die Ringe auch? Ja, ah, Gott, ich habe schon Panik bekommen. Das wäre richtig schlecht. Gut, 7.400. Brauchen sowieso noch ein bisschen Endurance. Mhm. Oder wir brauchen endlich mal einen Ring, der... Oh, sauber, Simon. Sehr gut. Ein Ring, mit dem wir mehr tragen können, meinst du? Ja. Links auch zwei oder drei Ringe. Links kommt. Gut. Oh, trotzdem. Scheiße. Oh, der kann dich toxic machen, glaube ich. Oh, den kannst du aber auch ignorieren. Kannst hinter dir einfach weiter. Da ist kein Item, nichts. Ja, ganz rechts. Dann sind wir gleich beim nächsten Boss. Mhm. Ah, nicht hier runter. Ja, ja, aber. Da! Ja, genau. Ne, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, hier.
Da wäre der Shortcut, wenn man den Kerkerschlüssel, also diesen Zellenschlüssel hat. Mhm. Der ist rechts gleich nochmal ein Dude. Oh, so einer auch aber noch. Aber der fällt runter, oder? Sollte er, ja. Haha, Trottel. Aber er hat's überlebt. Das ist jetzt aber heftig an der Ecke so. Der wäre nämlich eigentlich an der anderen Stelle gewesen. Mhm. Kurz vor den Rickard. Der weiß, wo ich bin, ne? Der kommt jetzt hinterher. Der wird in 5 Minuten in einer dummen Situation kommen. Ah, nee, gut, hier sind Bevor du hier reingehst, geh mal nach oben. Weil normalerweise ist ja der große Riese da, der die Steine wirft während dem Bossfight. Stimmt, und den muss man vorher. Ah, aber jetzt ist nur ein Hund. Nee, ich glaube, der Riese war zumindest ja eben auch zu sehen. Ja, aber der war woanders. Genau. Das ist ein anderer Riese. Hier sind mehrere Riesen. Okay, also der hier ist. Kannst du einfach durchrollen, das sind die Explosionsdinger. Mhm. Okay, Bossfight, let's go, Simon. Ist hier rechts noch ein Item? Rechts? Das kann sein. Ich glaube, aber. Auf jeden Fall ein NPC steht da, glaube ich, manchmal. Also, wenn man die Questlines macht. Naja, das Item nehmen wir schon mal mit noch. Nee, doch nicht, okay. Hab mich meinen Gedanken. Der wäre, glaube ich, da, wo wir den. Ach, stimmt, da unten dann lang, ne? Da bei den Händen, den wir da gerade geskippt haben. Und was ist hinter der Tür? Wen haben wir denn? Ach, da ist er ja. Stray Demon schon wieder. Oder ist es der normale? Ich glaube, es ist Stray. Wo kann man den Unterschied denn so gut sehen? Hat er normalerweise bloß einen stinknormalen Krüppel? Ah ja, okay, an der Waffe, natürlich, ja. Er hat ja auch diesen Move, dass er vor sich so Explosionen... Richtig, richtig. Uff. Oh, tot? Ja, du lebst noch. Ja, der macht halt. Oh nee, du lebst. Der macht halt übelst Schaden. Oder das ist die Explosion, die ich. Ja, das ist die Explosion. Die ist richtig gemein. Aber der Weg ist nicht so weit diesmal. Ja. Das ist gleich quasi aus der Haustür raus. Das die Gefühl, hast jetzt eure keine Endgegner Lust, den zu machen? Bis eure jetzt nicht Endgegner waren viel leichter. Moment, zur Tür raus? Nee, da war. Ja, hier. Nee, der war schon eben richtig. Das war schon einmal hier also den Weg nochmal. Genau. Okay. Ja. Ah, da ist ja groß nichts auf dem Weg. Kannst du alle ignorieren jetzt. Da unten wäre auch noch ein Item, aber da sind noch 2 Gegner, das könnte gefährlich sein. Ach, glaubst du, ich schaff die nicht? Ja? Ich bin da schon häufiger gestorben, weil einfach richtig, richtig gemeine Schweine. Ich würde da sogar, aber trotzdem mal runtergehen. Ist ja gar nicht so weit. Ja, beim nächsten Mal, wenn ich sterbe. Aber du stirbst doch nicht mehr, Simon. Ich kann doch den da drüben noch vermöbeln, dann kann auch noch ein Item droppen. Ach ja. Der ist so hübsch. Oh, er ist an mir wieder. Oh nein. Jetzt musst du fighten. Shit. Aber der sieht bloß gemein aus. Mhm. Die kann man sogar backstaben. Jo. Bitte einfach. Okay. Akzeptieren wir. Das war ein guter Trade. Oh, was hat er? Ne? Okay. Nichts davon. Also das Messer ist ganz witzig, aber nicht für uns. Mhm. Nee, brauchst du nicht mehr. Er ist dead. Okay, ja. Wann explodiert sein... Er macht so eine komische Animation. So eine Schwungattacke nach vorne, wo du erst denkst, es passiert nichts. Jetzt macht er die... Weg. Jetzt bin ich original... Durch. Ey, noch ein Millimeter. Habt ihr das gesehen noch vom Timing her? Dass ich den Move mache und der fette Kerl hüpft wie so ein Schmetterling über mein Schwert. Er hat's hart gedodged. Und kommt runter, ist aus Blei. Das könnt ihr euch ausdenken. Und ja, ich gebe dir recht, Simon, unsere Bosse waren leichter. Nein, im Ernst, ich finde das jetzt nicht schlimm. Es ärgert mich nur, dass ich jetzt halt so underperforme. Aber ach, tust du überhaupt nicht. Wir haben noch nicht so schlecht zu reden. Wir haben auf jeden Fall noch 30 Minuten. Gerne, wenn ich es jetzt nicht schaffe, kann gern wirklich noch mal jemand anders machen. Mir liegt jetzt nicht so viel daran, dass ich unbedingt den jetzt lege. Ich will nur, dass wir ob wir den überhaupt heute legen, steht noch außer Frage. Also. Ah, der ist schon leicht. Und du hast eigentlich sehr gut gespielt. Hör auf, dich so schlecht zu reden. Aber ich mein, du bist Sense Fortress in 15 Minuten durchgekommen. Mit Hardcore-Gegnern. Es ist ja jetzt kein Fishing for Compliments. Ich meine ja wirklich nur, außerdem helft ihr mir auch die ganze Zeit, ich meine ja wirklich nur, dass ich
dass ich vielleicht nicht die perfekte Strategie für den habe. Und dann seid ihr da doch schon besser. Bist einfach ein bisschen erfahrener. Ne? Ja, also wenn du abgehen willst, sag einfach. Er hat auch ein hartes Timing zum Dodgen, also. Ja, diese, ja, auf jeden Fall. Diese Explosionsattacke, die ist echt mies. Aha, jetzt werden wir zugeworfen mit den Dingern. Ja, plötzlich kommen die Schilder. Arschlöcher. Aber so 100% Schilder sind relativ selten. Okay. Das hier ist zum Glück eins. Jetzt aber. Also die 100% Schilder, mit denen man auch parryen kann. Die Großschilder ist natürlich was anderes. Am besten natürlich hier Dragon Crest für Ausdauerregeneration. Ja. Oh, oh, diese Reichweite. Aus dieser Reichweite, ne? Zuerst ist da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Uff. Damit hätte ich rechnen können. Der Typ ist einfach wahnsinnig. Unten in seinem. Okay, jetzt möchte ich aber echt nochmal. Jetzt ja, ist ja auch mit den Seelen egal. Boah. Unten in seinem. Jetzt sind ihm die Seelen egal. Jetzt geht er ab. Jetzt sind sie auf Feier. Pass auf. Jetzt ist er im Modus. Ultra-Instinkt. Geil, wir sind schon bald in Analondo. Jo. Wenn wir das haben. Ich muss noch mal gucken, aber ich glaube, ich hatte das mit dem Lotbissel nicht aktiviert, dass das random ist, sondern das ist bei der. Das wäre sehr cool. Sehr angenehm für uns. Jo. Weil sonst könnte es halt auch noch ewig dauern. Ja. Wenn das random wäre. Ich bin froh, dass du an uns gedacht hast. Ich hatte mir ja erstmal überlegt, es noch viel leichter zu machen, dass wir nur die Items randomisieren, damit wir halbwegs durchkommen, aber. Ach so, also mein Bisschen. Das hier macht eigentlich schon mehr Spaß. Allein auch vom Zugucken ist das, glaube ich, auch viel geiler. Ja, finde ich aber auch. Aber natürlich brauchen wir hier viel, viel länger. Ja. Was aber, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Die Leute mögen das bestimmt. Ja, also. So eine Stunde lang hier am selben Gebiet versagen. Das gucken die sich schon gerne an. Lebst aber auch mit dem Risiko. Aber es sieht auch mittlerweile gewollt aus. Am Anfang dachte ich, jetzt fällt er gleich runter. Aber es ist schon so häufig, dass es einfach genau auf der Kante lang läuft. Naja, ja, ich bin zu. Ich habe keine Geduld. Das ist ein großes Problem bei mir. Okay, komm, Junge. Jetzt sind wir wieder stuck und gleich kommt wieder dieser. Da ist er wieder. Wir können vielleicht sogar runterfallen, wenn du Glück hast. Jetzt kommt der Stampfer. In die falsche Richtung. Er ist wirklich dumm, weil ich mit der Kamera gegangen bin. Habe ich mir in die falsche Richtung gerollt! No. Visier ihn mal nicht an. Probier's mal ohne anvisieren. Ja, mach du's mal, komm. Oder mach du's mal, Martin. Martin. Du machst das jetzt. Also, ich gebe gerne ab. Nicht, weil ich mega scheiße bin, sondern weil ich Bock hab, dass es jetzt mal läuft. Und du hast den ja eben auch schon besiegt. Wir hatten den doch schon mal, oder? Nee, oder nee, war nee. Bin ich glorreich weggelaufen. Der war vorhin unten im Blindtown, aber von ihm sind wir weggelaufen. Okay, so war's. Ja, hast gehört, Martin, ne? Wir wollen jetzt, dass du ihn besiegst. Cool. Der Druck ist jetzt hoch. Aha, ja, das ist ja schon mal interessant. Warum machst du sowas? Blocken kann man den eh nicht. Ja, kann man auch nicht, aber. Stimmt, das hätte ich mir eigentlich auch merken können. Ne? Jetzt kann ich auch die Krone wieder aufsetzen. Ach, auch nie. Also, wir schaffen den noch. Wir haben eine halbe Stunde. Jeder von uns kann noch mal ran. Wenn das jetzt kein First Try ist. Aber die Fläche ist echt gemein, weil in seinem Käfig da unten. Das ey, auch der, ne? Beim ersten Mal ging's noch. Ja. Du musst vielleicht schnell dahin rennen, um die Ecke. Und dann geht das. Aber eigentlich müsste er jetzt beim Hauen doch schon irgendwo runterfliegen. Stattdessen dasht er über diese Spikes drüber und. Er ist halt leichtfüßig. Guck ihn dir an. Jawoll. Weichfüßig ist er jetzt. Immer, ach, so, irgend so Müll, ne? Immer nur Müll. Ja. Ein Strumpfhosen. Er hat immer was anderes anscheinend. Ja, aber immer nur Müll. Aber ist eigentlich interessant, einer, der ständig was anderes rausgibt. Hallo, jemand mit Unterhose beschwert sich über die Strumpfhose und sagt, so Müll brauche ich nicht. Das ist offensichtlich ich behalte meine Unterhose. Das ist offensichtlich eine Fashion Choice, würde ich jetzt sagen. Okay. So, wir kennen das Spiel ja. Erstmal rumbagen ein bisschen und dann. Anvisieren würde ich auch lassen jetzt. Ja. Okay. Shit. Sehr geil. Das hat er sich voll gut überlegt. Wenn ich jetzt dahin schlage, dann treffe ich ihn und er fällt runter. Score. Ach, ich würde bei Dark Souls gerne mal die Bosse spielen. Ja. Ständig kommt irgendein Typ. Es gibt so eine Mods, wo du die Bosse spielen kannst. Das ist eine gute Idee. Irgendwann ist Dark Souls komplett Multiplayer, sag ich euch. Jeder Boss ist irgendein Typ, der da seit Stunden wartet. Wie bei Demon's Souls, da gab es ja auch einen Boss, da der hätte theoretisch einen Gegner, Spieler übernehmen können. Ja? Und der ist natürlich richtig hart.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, der ist so abgefahren, dass da so viel Kram versteckt ist einfach. So viele kleine Sachen. Vor allem, da kommt auch nicht jeder Spieler dahinter. Da ist so viel Mühe teilweise in Gebiete natürlich reingesteckt. Nicht, ja. Ja, vor allem bei Dark Souls ist es ja so, dass da richtig viel Story dahinter steckt. Aber das ist alles versteckt. Jo. Nein, man muss es sich erarbeiten. Oh, ja, jetzt. Und das ist halt eine Menge Arbeit. Und dass die Entwickler eigentlich... Normalerweise will man ja, dass man die Story mag und rafft und schnell. Aber hier... Nee. Die Entwickler sagen sich, ja, wenn du Story willst, dann mach dich halt schlau. Du Arsch. Ja. Irgendwie. Das ist aber ein interessanter Ansatz vom Storytelling her. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil die Items, die passen ja auch mal perfekt an dem Ort, wo sie so sind. Richtig. Und... Let's try it again. Ich meine, es war ein bisschen frech, dass mich das gehittet hat, sie war neben mir, aber nehme ich an. Ich glaube, bei meinem Try ist der Explosion! Oh, den Move habe ich komplett vergessen. Das ist voll bescheuert, man sieht's auch nicht so geil. Boah, geil. So, jetzt können wir kämpfen. Ach nein, schwer. Explosion kommt gleich. Ja. Oh, kann ich überhaupt ausweichen? Ja. Wow, knapp, du. Oh, wow. Ja? So könnte er runterfallen, wenn er das macht. In ja, einer vielleicht eher auf der Brücke da, aber... Ja, jetzt will er nicht mehr. Ja, solange er seinen Weg sucht, ist auch gut. Er geht zurück. Schön drauf. So, hau ihn noch. Ja, Mann, das sieht gut aus. Ein bisschen nicht weiter links oder rechts springen sollen. Ja, er will jetzt bestimmt gleich diesen Cut-Move machen. Oder er macht nichts. Kann sich nicht oh, so das ist aber ganz gut. Kannst du ihn nicht anzünden oder so jetzt? Oh. Da ist die Explosion. Ja. Das war aber knapp ist. Doch nein, komm hierher. Kann ich schlecht ausweichen da hinten. Hallo. Aber ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da hast du die Chance, dass er runterfällt. Eigentlich doch geil, wenn er nur geradeaus ja kann. Wenn du nicht mal wegrennt. Was ist bei ihm kaputt? Du feige Sau, bleib stehen! Er kann seine Moves nicht machen. Oh, jetzt kommt der Todes. Ja. Explosion. Das wird fies. Zack. Jetzt kommt er nach vorn. Oh mein Gott. Oh nein, nicht runterschubsen. Oh Mann. Weg. Okay. Sehr gut. Okay, Explosion. Ja, die Moves sind voll in Ordnung. Ja. Ich glaube, die Position ist ziemlich gut da. Ja, du hast sie perfekt, ey. Er ist perfekt. Ist sehr predictable, gut, wenn er hier ist. Aber du kannst. Du musst wirklich vorsichtig sein. Das ist ein Move reicht. Jetzt kommt wieder irgendwas, ja. Ja, Flatscher. Flatscher. Aber. Dreimal noch. Och, komm. Flatscher. Und jetzt machst du die zwei. Bin ich dir. Und Schlitz. Yes. Oh, Hammer! Das war richtig toll. Da habe ich gerne zugeguckt. Schön weggecheased. Oh, dann. 13 Humanity. Ja, ist nicht. Auf zum Atem. Ich meine, Analondo. Super. Geil. Komm, ich hatte sie nimmer mal mit. Ja. Machen wir jetzt. Wir haben uns verdient. Bin sehr stolz auf dich, Martin. Wenn man den ersten Versuch abzieht, war es ja fast First Try. Ja. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen, heute noch nach Alolondo zu kommen. Hast du an uns gezweifelt? Nein, aber ich habe an das Seed gezweifelt. Okay, die Stelle. Also ich bin auch überrascht, muss ich sagen, dass wir so gut durchkommen. Die Stelle bei den Gargoyles war halt auch echt mies. Also, dass du da so schnell vorhin durchkamst. Das war schnell. Ich, das erste bisher. Es hat schon gedauert, bis wir die Strategie gefunden haben dahinter. Ich glaube, das ist der einzige Bottleneck bisher gewesen, wo man wirklich hing. Jetzt haben wir auch diesen Punkt erreicht, wo wir eigentlich recht stark sind, auch wenn wir bloß immer noch eine Unterhose tragen. Ja. Ach, so ein schönes und bald Spiel. Sogar noch stärker, wenn wir Moonlight, Greatsword tragen und ein bisschen zaubern können. Was ist nochmal die Geschichte hinter Analondo? Also ihr kennt die Lore doch sicherlich noch ein bisschen besser als ich. Das war... Okay, müsst ihr jetzt. Wir geben uns hier ganz schwierige Filde. Die Leute in den Kommentaren werden uns da Fleisch mit. Ja, falsch sagen. Ja, oh, man hat, ja, man will nichts Falsches sagen. Stimmt, das war eine Gemeinheit, euch zu fragen. Also Analondo, ich erkläre es euch gern, ist die Bürokratie-Hauptstadt von Dark Souls. Die ganzen Hunde, Mutanten, die ganzen Maden, das muss alles irgendwo auch abgehakt werden.
Willst du das Item nicht noch schnell holen? Ich will kurz ans Feuer. Okay. Dann ich wieder zurück. Vielleicht lässt er sich gar nicht ans Feuer. Ich merke schon, er ist hartnäckig. Gut! Gut, 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 gut. Oh, jetzt will er auch nicht mehr. Ja, moin. Ja, siehst du. Oh, netter Hut. Achso, jetzt kann ich aber nicht kämpfen. Ja, sag ich ja. Der lässt dich nicht. Herr Hund, was machen Sie hier? Ach ja, komm. Bekannt. Jetzt kommt der Hund an. Ist dein Herrchen kaputt gehauen? Was denkst du denn? Jetzt kannst du auch das Item holen, sonst respawnen die gleich wieder. Und noch ein Brocken. Ja, 42.000 Seelen. Ballern wir das in Int? Also es ist, ich will es nicht allein entscheiden. Ich will dich auch nicht drängen. Aber Int wäre in dem Fall Richtung Intelligenz, Magie. Also ja, Richtung Magie. Richtung Magie. Ich überlege gerade, wir haben halt nichts zum Upgraden vom Drachenscherben. Drachenstein ist für Drachenwaffen. Waren es nicht Demon Titan? Ah ja, stimmt. Demon Titan. Nein. Oh. Ah, die kriegen wir vielleicht auch. Das stimmt. Also der andere Schmied ist ja auch gleich da. Vielleicht hat er noch was für uns. Ja. Wow. Also ich lasse es dich entscheiden, weil du hast dieses Seed gemacht und ich möchte dir da nicht reinreden. Aber die Moonlight Greatsword ist stark, so ungefähr wie die. Ist schneller auch als das. Stimmt. Ist echt ein großes Schild. Und dann haben wir noch die Option auf Magie. Also das klingt doch eigentlich echt gut. Das ist nur ein Vorschlag. Wir haben schon ein gutes Schwert, wenn ihr sagt, das ist sogar noch besser. Und Magie, ja, warum nicht? Dieses Schwert ist zwar gut, aber es wird im Laufe der Zeit jetzt immer schlechter. Klar. Gerade jetzt nach Anolondo. Das ist zu erwarten. Wenn wir das plus 5 kriegen, dann ist es noch ganz in Ordnung für eine Weile. Du brauchst auch gar nicht so viel Int, glaube ich, für die Waffe. Nicht nur für die Dings, für die Magie brauchst du halt. 24 oder so mit überhaupt? Ich glaube. Ja, 28, naja. 28. Aber da brauchen wir halt auch definitiv mehr, weil es scaled halt bloß damit, ne? Ja. Ja, dann. Ich würde aber trotzdem erstmal noch ein paar Punkte hier reinpacken. Ja. Bis wir wissen, worauf wir gehen. Ja. Und dann braucht man halt echt viel Int, ne? 18 Level noch. Das ist ganz schön lange, ja. So. Das wäre ja auch der perfekte Hut für uns. Auf jeden. Das ist so lustig. Ich meine. Aber die Story, was in den Hut ist, ist halt ziemlich krass. Ich hab's schon wieder fast vergessen. Ich verwechsel's gerade, glaube ich, mit Bloodborne, wo die auch in den Säcken diese Transformation haben. Das ist was anderes. Ja, das war gleich. Und warum haben die hier diesen Hut? Den Kopf, weißt du es? Die tragen irgendwas. Ich hab vergessen, was. Ich glaube, irgend so ein Viech ist da drunter. Ja, oder so, das glaube ich nämlich auch. Was haben wir hier? Ach, hier waren diese großen Ritter eigentlich. Ja, ich erinnere mich. Die Schlangoiden, ey. Ja, dich bei meinem. Zieht mal. Oh. Ein Gwyn stehen und den habe ich so lange probiert, bis ich ihn tot hatte. Ich wollte ihn unbedingt tot sehen. Aber ich war da auch vielleicht noch so unter diesem Level, wo wir gerade sind. Das hat sehr lange gedauert. Es war sehr schmerzzuführend und warum noch Flashbacks. Das rechte ist doch eine falsche Kiste. Aus. Das hier ist eine falsche. Die komplett anderen. Linke ist richtig. Andere Textur. Oh, die ist gut. Guter Helm. Oh, Artorias Wappen. Ah. Jetzt kommt hier. Das Wappen bringt was? Das ist für das Tor da unten beim Schmied in dem Dings, in dem Wald. Ja. Das kostet normalerweise 20.000 bei dem Schmied. Ja, hast du die Abkürzung, ne? Ja. 20.000 beim Schmied oder du tötest den Schmied. Na. Aber jetzt brauchen wir Schmiede darf man nicht töten, die sind zu wichtig. Ja, die haben geile Waffen teilweise. Was eigentlich komisch ist, dass man die überhaupt töten kann. Sie sind Chefs der Waffen, warum kann man die töten? Man sollte meinen, die haben irgendwo einen Shotgun noch unterm Deswegen gibt's ja mehrere Schmiede. Wenn der eine krepiert, ist nicht so schlimm, geht's halt zum nächsten Schmied. Die kommunizieren, sei dir mal sicher. Da kriegst du auf jeden Fall einen Aufschlag. Wie sie haben meinen Kollegen umgebracht. Ist wie Kiosk hier. Hier ist überall hier einer um die Ecke. Oh nein, jetzt kommt eine richtig beschissene Stelle. Ich hasse die. Bin ich froh, dass du die machst. Okay. Es regnet leise. Wo kam er jetzt her? Ich glaube, das passiert aber auch sonst, dass da einer runterfällt. Ich weiß nur gerade nicht, was es ist. Ja, der Gargoyle. Wahrscheinlich irgendein Gegner, der in der Luft spawnt und dann direkt runterfällt. Ja, ich glaube, es war so einer mit so Flügeln, ne? Das war irgendwas mit Flügeln, ja. Ich hab da noch vage Erinnerungen an. Hier wäre normalerweise ein Gargoyle. Ja. Ja, du machst ja keinen Schaden mehr. Okay, vielleicht ein bisschen. Nee. Und. Oh. Ist das
Das ist, glaube ich, mein absoluter Hassboss normalerweise, weil sein Gebiet einfach so eklig ist. Ja, mit den zwei Hunden auch. Die zwei Hunde sind eigentlich schlimmer als er. Die zwei Hunde sind eigentlich der Boss. Willst du an denen vorbei? Und nein, kommt so ein Kackhund an und beißt dir ans Bein. Ja, das Item hier habe ich ja ganz vergessen. Oh. Top. Alter. Achso, du wolltest da runter. Jo. Noch mehr Humanity. Und Fistklingenhandschuhe. Wenn die überhaupt was, oder sind die bloß... Alles, was ich lese, ist Fat Roll. Ja, richtig gelesen, Simon. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wenn wir auf Int gehen wollen, müssen wir da wirklich viel reinstecken. Das heißt, wir können dann auch nicht so viel Rüstung tragen. Ich weiß noch, wie das war, als Nils und ich das zum ersten Mal entdeckt haben. Boah, das ist so eklig. Weil du kannst es irgendwie nicht glauben, dass man da wirklich drüber laufen muss. Und dann, ja, doch. Hamsterköpf wieder. Du kannst natürlich auch Glück haben, jetzt sind fette Gegner, die hier runterfallen. Jo. Aber Vanilla ist das hier so scheiße. Oh nein, ist so ein Spucker wieder? Nee, das ist so ein Echsen-Dude. Oh, sieht ganz gut aus. Du hast ein Fernglas, du kannst das auch benutzen. Das stimmt. Haben wir es wirklich schon? Ich glaube, wir haben eins. Oder? Oh nö. Oder auch nicht, ist das hier? Ja, genau, ist nicht unter Ausrüstung. Bei irgendeinem Teil ist es halt auch da. Ah. Okay. Oh, jetzt bin ich verwirrt. So. Wen haben wir denn da? Oh, ganz gemütlich. Was ist das da hinten? Ach, das ist so ein komischer Knochenturm. Ja. Sieht machbar aus. Ja. Hatte ich jetzt im Schildslot irgendwas? Nee, ne? Ich pack jetzt mal lieber rein. Mhm. Nee, da. Anderer Controller, ganz vorsichtig mit dem Stick. Dünnes Pflaster. Macht der einen Abgang? Der ist auch auf dem DLC, oder? Shit, nee. Nee, das sind die. Ja! Oder? Das sind nicht die Viecher aus Blighttown. Ja, gut, ich habe Blighttown komplett nur einmal gemacht. Ich und auch. Danach nie wieder. Ich auch. Ich kann mich nicht erinnern, dass. Ist es das, was so hoch und runter und unten ist alles eklig und ja, ja, das giftig? Ist das, wo wir vorhin waren. Also ach, das, ja. Das unten ist, geht ja noch, aber der Weg dahin, der normale Weg, ist halt mega eklig. Sehr gut. Schön, guter Sprung. Ja, mit den da oben möchte ich mich ungern prügeln, wenn ich nicht ausweichen kann. Der kann sehr gemein werden. Willst du noch unten die Items holen oder ja, lieber ich glaub nicht? Schon. Jetzt hast du die Dings nicht kaputt gehauen. Ah, oh, stimmt. Den Chandelier. No. Achso, ach, da unten meinst du drin? Ich dachte eher, du meinst ganz unten bei. Ich meinte jetzt eigentlich die unten beide bei den Gemälde. Aha, hallo. Hä? Schmauk! Ja, den müssen wir natürlich umbringen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wissen wir? Ja, eigentlich können sie auch dran vorbei. Ja, eben. Aber gut. Mal musst du wissen, ne? Ich verstehe das. Aber es ist nicht mal aufgepowert, das Smaug. Der kann doch nichts. Okay, eigentlich habe ich jetzt gerollt. Ja, kannst du schon schaffen. Soll ich mich verzeihen daher? Ja. Wenn hier schon mal ein Smog ist, muss ich noch mitnehmen. Der denn so? Deswegen. Foreshadowing. Ja, gleich haben wir es. Einmal, zweimal noch. Oh, Energie. Ich dachte, ich kann ihn staggern. Und. Und auf die. Ach komm, das reicht nicht. Sehr gut. Ah, noch ein Schild. Bald haben wir sie alle. Das hast du, glaube ich. Hast du das gemacht? Ich will noch mal nach unten. Achso. Hat er gar keinen Segen gegeben? Das ist frech. Merke ich mir. Ja,
Ja, da oben gucken wir gleich mal rein, nicht, dass da auch vieles Gemeines ist. Mhm. Was ist da in diesem Item versteckt? Katharina-Rüstung und Pyromancy. Beides nicht so geil. Nee. Welches Feuer überhaupt? Ach, eigentlich egal. Der Weg ist bei beiden nicht so weit. Ja, lauf mal so hoch. Jetzt hast du ja die Abkürzung. Hast du ja die schlimme Passage direkt geschafft. Zum Glück. Jetzt kommt, glaube ich, die einzige Stelle, die im Randomizer sehr viel einfacher werden kann als... Ja. Aber die hier war auch schon einfacher als im Original. Sind ja alle freiwillig runtergesprungen. Nee, ich muss einmal drehen. 10 Minuten. Können wir sogar noch fast bis zu... Ja? Bis zum Bossraum kommen. Ja. Bin schon sehr beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit wir hier durchkommen. Ich stehe auch natürlich falsch. Du hast es nur okay, du hast da nicht gerastet, gut. Nee. Was steht da rechts bisher? Boah. Noch so ein Knüppelheini. Bin ja nix. Und hier oben ist... ein schwirrende Krabbe. Jetzt bin ich gespannt, ob sie auch die Aggro von den großen Viechern behalten und da nicht durchkommen können. Hier. Da war der Sprung auf Kreis. Das Gute ist, hier sind keine Items, hier kann man einfach durchrennen. Nö. Also hier links wäre ein Item. Kommt drauf an, oh, ist das eine Ratte da oben? Also da links, ja. Ja, da ist und rechts ist auch bloß ein Hund. Das ist ja komplett easy. Sind die Sniper hin? Das ist doch Betrug. Famous Last Words. Ich nehme trotzdem lieber mein Schild. Und auf einmal jetzt doof. Immer wieder geil. Oh no! Schwerkraft ist MVP hier, wirklich. Oh shit. Oh, falscher Attacke. Oh. Ah. Der andere Move kann ich ja nicht machen. Ja, wollte ich ja sagen, eigentlich ist die Attacke richtig, nur sie dauert zu lange. Trag dir zweihändig und hau einmal zu. Oh, ich könnte mal was trinken. Ja, das wäre eine gute Idee. Jawoll, ey. So, dann können wir uns das Item auch holen. Was für eine Ratte. Komm, trink doch noch mal einen. Wenn wir nicht angucken. Ja, wenn ich hier runterfalle, ist eh zu spät. Da war ja noch ein Golem. Hier bin ich auch schon mal runtergefallen, weil die Laufanimation ja sehr seltsam ist. Man sieht sich glitschen hin und her. Das sieht nicht gesund aus. Mhm. Der rechte Fuß, der sieht auch nicht gut aus. Das ist gebrochener Knöchel mindestens. Ich meine, guck ihn dir an. Dass er überhaupt noch laufen kann. Der Unterhosen-Heini. Ja, ja, ist egal, ne? Können wir eigentlich hier mit. Der ist wie so Dörrfleisch. Das ist einfach, da kannst du nicht mehr viel. Du hast doch noch eine gute Rolle. Warum legst du das Schild eigentlich immer ab? Das war nice. Schön mit der Rolle auf den Füßen gelandet. Ja. Mhm. Ja. Hat er von der Katze vorhin gelernt. Wollen wir hier looten? Ja, schon ein bisschen, ne? Bisschen kann man mitnehmen. Hey, wo ist Soler? Müsste er nicht hier sein? Eigentlich schon. Aber wir haben auch nie mit ihm gequatscht, ich weiß nicht. Doch, haben wir. Hast du denn jetzt auch hier abgespeichert? Ach, Soler, stimmt, durch das? Ich war gerade mit. Hast du quasi jetzt hier auch gespeichert durch das Feuer? Nee, du hast Feuer, absolut recht. Das ist ja, ja, ja. Das ist ja nicht Dark Souls 3. Da müssen wir uns ja dran sitzen. So. Da ist halt ein Kenner, ne? Ja. Was war hier? Ekelhaft. Ach, jetzt wegrennen. So, so. Der Tod? Nee. Ich will nicht von ihm schon... Oh, ey. Oh, fuck! Ja, das Feuer ist ja gleich nebenan. Ja, stimmt. Was. Ein grauer Brocken. Ist das gerade das Gift, was dieses Geräusch macht? Mhm. Das ist ja richtig nervend. Gleich weg damit. Wollen wir direkt zum Boss oder? Erst zum Schmied, würde ich sagen, oder? Ach, stimmt, da können wir auch erstmal hin. Wen haben wir hier? Ah, okay. Eggman. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege, ohne meine Sprungbelegung. Achso, du willst den, ja, den Shortcut nehmen? Ja, okay, geht's. Easy. Puh,
cool, richtig cool. Kannte ich nicht. Hier sparst du super viel Zeit, also musst du nicht unten rennen. Hm. Was ist das für ein Dude? So ein fetter Knochenheini. So ein Riesenskelett. Okay. Ach, den mach ich mal kurz kaputt. Weil er überhaupt ein Item, ja, ne? Die halten echt nichts außer, die machen halt auch Schaden für 10 Mann. Noch ein Schild. Jetzt werden wir gemobbt. Du hast denn jetzt dieses Schild ausgewählt, wenn ich fragen darf? Ich weiß es gar nicht. Einfach so? Ich würde bloß ein kleines Schild haben, falls was zum Parryen drin ist. Wieso hast du gar kein Schild angelegt, wenn ich fragen darf? Ei! Wenn sie aufhören, mich anzuzünden? Das ist die eine Sache. Wenn du eine Laterne hast, ist alles ein Docht. Die Laterne haben wir auch schon. Ja, das stimmt. Habe ich vorhin noch gesehen. Ich hätte jetzt alles sagen können und ihr hättet irgendwas in der Art geantwortet. Ah, das sehe ich doch gerne. Hm. Wunder. Wenn wir dann Magie können, ist ja auch die große Heilung gar nicht so schlecht, oder? Oder dauert die zu lange? Nee, das ist mit Wille. Wir gehen auf Intelligenzwende mit dem Moonlight. Ah, okay, einfach nur, damit dieser Blitzschaden dann irgendwie aktiviert wird, oder was? Moonlight ist für Komplettmagie und das Astora Sword wäre für Blitz- bzw. Heiligenschaden. Ja. Okay, ja, ich. So die Wunder, die Skill mit Wille und die normalen Zauberspells mit Intelligenz. Okay. Ah, oh, wir können sogar auf plus 15 gehen. Riesenglut, ey. Die sind hier auch normalerweise nicht, ne? Das ist jetzt alles hier wäre Havels Armor. Jo. Wie viele Sachen, sag mal. Geil. Vorsicht! Nein! Ach, stimmt. Ach, stimmt, lol. Ja, ja, aber dafür ist es da. Genau deswegen hast du nämlich da einen hingelegt. Ja, einer ist da. Die hab ich vergessen, ey. Die hört hier einfach nicht mehr auf. Nee, wenn du einmal die öffnest, bist du tot. Ich war im Blutrausch. Ich habe gerade überlegt, was der Schlüssel war. Ich glaube, es war bloß. Ach nee, das ist für Painted World. Painted World ist das. Hm. Ach, in der Painted World. Genau. Ja, okay. Ich kenne die Schlüssel leider überhaupt nicht. Da muss ich mich ganz auf dich verlassen. Wir brauchen ja eigentlich auch bloß einen. Die Lord Vessel. Ja, den und für, ich glaube, Siegelschlüssel heißt der. Für unten New London Ruins muss man ja einmal das Wasser runterlassen. Ja. Und da braucht man einen Schlüssel für. Kann man ja normalerweise kaufen, oder? Und da ist so ein NPC auf einem Dach und dann kriegst du ihn einfach so mit dem Quatsch. Oder killst du ihn einfach jetzt schneller. Oh. Was haben sie für uns? Generell killen geht immer schnell. Ja. Diebesmaske. Hm. War hier noch was? Nee, ne? Ja. Nee, okay. Dann gucken wir mal, was an Bossen auf uns wartet. Oh, Dream Teammates natürlich, Artorias. Du warst mal noch nicht beim Schmied, ne? Ach, schon, gehen wir erstmal rein. Aber wie geil wäre es jetzt einfach, Gwyn und Artorias beide da. Wir brauchen dann 10 Folgen, aber es wäre sehr, sehr, sehr geil. Also du musst jetzt auch nicht zum Schmied, du kannst auch zum Boss. Du liegt ja so ein bisschen auf einem Weg, 3 Minuten. Joa, eigentlich schon. Ja, kannst du ein bisschen länger, das ist mal. Wir wollen schon ein befriedigendes Ende. Sogar normaler Dude. Der hält sich nicht an die Regeln. Wir wollen hier Randomizer. Was soll denn das? Ja, links ist zwar ein Item, aber dann kommst du nicht mehr hoch. Ich muss erst nach unten. Stimmt. Ich muss erst die Tür aufmachen, sonst komme ich auch nicht mehr rein. Mhm. Ich laufe immer dran vorbei. Diese kleine Nische. Da ist er schon. Hm. Das Klirren der Freude. Hallo. Sein Hammer hätte man bekommen können am Anfang. Ja, der ist gut. Was haben wir hier? Ist gut. Feuer der Seele. Die muss natürlich eingetütet werden. Ja. Das war's schon. Hier ist nochmal ein Goldsaum. Ich nehme einfach mal mit, 500 kostet ja nichts. Mhm. Ja, das war's. Ein bisschen lame. Das hatte ich. Nimm die Seele doch noch mit, oder? Ist die worth? Ja, okay, die ist worth. Okay. Comeback soon. Haben wir irgendeine Waffe, die cool ist auf plus 15? Noch nicht. Nicht so wirklich, ne? Das Boulder Straight Sword wäre natürlich richtig geil. Aber wir haben auch noch nicht so viel Dexter, wird sich noch nicht lohnen. Ja, geht. Sense wäre noch geiler. Sense wäre natürlich auch richtig geil. Oder meine Lieblingswaffe aus Dark Souls 2, die Fäuste hier, die Zestus, oder wie die heißen. Ja, die sind geil.
Aber Dark Souls 2 geht eigentlich nichts über das Greatsword. Nichts ist das Original Berserk-Schwert. Das ist so gut. Komm ich ja nicht vorbei. Ja. Hier könnte man, das ist Augapfel. Hier, wenn du dieses Item benutzt von der Feuerhüterin, dann kommst du in die Welt von den Dude und kannst ihn invaden. So. Und was ist hinter der Tür? Do it! Do it now! Das sieht aus wie... Schon wieder ein Eisengolem? Ja. Ein bisschen buggy, aber sonst. Und ein Ornstein, der normal ist anscheinend. Oder? Vielleicht ist es jetzt bloß für die Animation. Ja, vielleicht, ja. Wen haben wir hier wirklich? Ist es Ornstein oder ist es... Es ist Ornstein und ein Iron Golem. Also der Iron... Oh, der ist aber groß, der Ornstein. Wie groß ist der denn? Der ist schon empowered. Oder? Ist der empowered? Der ist ja riesig. Ich glaube, der ist nicht empowered, sonst hat er so... So blitzen, ja, genau. Oh, der ist fucking riesig, ey. Yeah. Komm, ein Schwein, hol doch nicht. Ja, mach doch noch einen. Ja, auf jeden Fall, let's go. Okay, aber der Eisengolem, der macht da echt nicht viel da hinten. Der ist sehr langsam. Ja, und der wird auch nicht aufgepowert, zum Glück. Uah, ekelhaft! Schnell weg. Nicht die Unterhose verbrennen. Die ist auch noch fast neu. Aber der hat mir gerade richtig hart gedrückt, dafür, dass wir schon so ein... Ja, der Ornstein wird nicht leicht. Der ist schnell und groß. Hat eine riesen Hitbox anscheinend. Level 43 klingt jetzt aber gar nicht so wenig für Ornstein. Ich glaube, das ist mal auch so im Dreh, oder nicht? 43, oder? Oder ist man da schon 63 eher? Ach, keine Ahnung. Das ist schon hoch, eigentlich. Ja, ist halt. Er ist aber echt riesig. Was geht denn mit ihm? Ah, stimmt, an die Attacke habe ich nicht gedacht. Okay, dann nehme ich es ja nicht auf. Der Blitz ist so lahm, weil so ein Riesen ist da so komisch aus. Der ist auf Steroiden. Okay, aber der hält nicht so viel aus, gut. Ja, und der andere, der ist halt... Hey. Oh, nein! Das könnte schon gewesen sein. Nein. Oder? Ja, wenn er dich hinwirft? Okay. Nein, gut, nett von ihm. So. Der, das ist einfach abnormal groß. Schade. Ja, also der ist heftig dadurch, dass er so groß ist und nicht so schnell aufrufen. Das Moveset von einem kleineren hat. Ui, ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Das ist nämlich perfekt, weil beim nächsten Mal müssen wir dann gucken, wer von euch, also entweder du oder du, wer von euch anfängt, aber ihr beide werdet in die beiden dann legen beim nächsten Mal. Ich bin dann ja erst wieder dran, wenn ihr alle durch seid. Das war eine coole Session, es hat Spaß gemacht und wir sind auch weit gekommen. Ja. War toll. Ne? Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt mal ruhig Dinge, die euch aufgefallen sind. Vielleicht Strategietipps, wo wir noch hinleveln können. Was potenziell ist natürlich schwer, weil es alles randomisiert ist. Aber schreibt das einfach mal rein. Ne? Und vielleicht holt ihr euch ja auch mal eine Seed und teilt eure Erfahrungen mit uns. Dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, genau. Wieder hier, selbe Stelle, selbe Welle und mit Dark Souls Randomizer. Bis dann. Ciao. Bye, bye.